Einen wunderschönen guten Abend, liebe Extra Time Matchday Zuschauer, zu unserer kleinen, aber feinen Sendung Extra Time, der Matchday Talk auf TDBIT. Und das ist erstmal die vorletzte Sendung dieser Hinrunde. Dann geht es in die Winterpause. Also nächste Woche haben wir noch mal ein bisschen Sendung und danach ist Winterpause. Auch wir müssen Kräfte sammeln, Kräfte tanken und uns auf die Rückrunde vorbereiten. Und dementsprechend freut es mich natürlich wieder, dass ihr fleißig dabei seid und eingeschaltet habt. Und ich will gar nicht lange schnacken, sondern meinen Gast begrüßen. Es ist kein geringerer wie Erhan Bahçeci, der, ja, man munkelt, 130 Tore nur in der Berlin-Liga geschossen hat. Und wir können ihn auf jeden Fall mal fragen, wie viele Tore er der Meinung ist, geschossen zu haben. Aber jetzt sage ich erstmal, schönen guten Abend, Erhan. Hi. Wie geht's dir? Gut, sehr gut sogar. Ja. Du bist wieder kurzfristig eingesprungen. Ich danke dir recht herzlich dafür. Ihr wisst, liebe Zuschauer, wir haben ja eigentlich Raschko Halilovic eingeladen, aber er kann aus persönlichen Gründen leider heute nicht dabei sein. Aber er hofft auf jeden Fall, die nächste oder übernächste Sendung dabei zu sein. Also ist jetzt nicht böse, Erhan, du bist kein Notnagel. Ich hätte dich bestimmt auch irgendwann eingeladen. Aber schön, dass es heute geklappt hat. Sehr gerne. 130 Tore in der Berlin-Liga, habe ich gesagt. Stimmt das? Ich habe nie verfolgt, wie viel ich gemacht habe. Na klar, guckt mal, wie viel man macht. Ja, aber gibt's, wie viele es genau sind. Gibt es die Statistik auf Transfermarkt.de oder sowas? Ich weiß, dass FUPA seit, ich weiß nicht wann, also mich selber jetzt seit der Verbandsliga, glaube ich, verfolgt, oder halt die Statistik führt. Aber ob es schon vorher geführt wurde, weiß ich nicht. Okay. Also wir gehen mal von einer Dunkelziffer aus von ca. 200 Toren mit Jugend. Kommt nee, hin? Reicht nicht. Reicht nicht? Ja, reicht. Alter Schwede. Ich habe ja hier einen richtigen Goalgetter, liebe Zuschauer. Und selbstbewusst ist auch noch, 200 reicht gar nicht, also mehr, noch mehr. Also ist ja wunderbar, eigentlich bräuchtest du ja schon fast Security, ne? So berühmt wie du bist. Nee. Du musst jetzt sagen, ja. Nein. Sag ja. Nein, kann ich nicht. Okay, Werbung, Sidal Security, wir wollten Werbung machen ein bisschen. Wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Sponsor Sidal Security für die Unterstützung. Ich hoffe, dass wir noch lange dabei bleiben. Vielleicht doch, ja. Jetzt, seht ihr, jeder braucht Security, auch du brauchst eine Security. Erhan, Scherz beiseite, schön, dass du da bist. Danke, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, du bist ja auch ein Berliner Junge. Ja. Und groß geworden, aufgewachsen in Spandau. Lange Zeit Jugend, dann im Herrenbereich ab nach Starken und dann bist du da lange geblieben, aber darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück, wenn wir bei unserem ersten Beitrag oder nach unserem ersten Beitrag denn dran sind. Sagt dir der Jek Cup was? Ja, habe ich schon selber mitgespielt. Okay, wann war das? Bei welchem Jek Cup? Kannst du dich erinnern? Oi. Ich will nicht lügen. Vor 2 Jahren. Okay, dann war es der zweite wahrscheinlich. Kann sein. Der zweite Jek Cup. Und da haben wir ja eigentlich... Ja, wir haben ja die Firmen, die Unternehmer dabei gehabt, 32 Stück an der Zahl, und die haben sich Teams zusammengestellt. Mhm. So wie ich mitgekriegt habe, liebe Extra-Time-Zuschauer, war es im ersten Jahr, glaube ich, irgendwas um die 70 Profis, die mitgemacht haben. Also wirklich Regionalliga, Bundesliga, Dritte Liga, der Wahnsinn ich überhaupt. Ich habe das selber miterlebt, ja. Genau, und im zweiten Jahr waren es sogar 100 professionelle Fußballer, die sich die Firmen, sage ich jetzt mal, damals so zusammengetrommelt haben. Und da hat der Veranstalter Jek Mobile sozusagen gesagt, okay, wir machen einen Cut. Serdar Yildirim ist dir ein Begriff, der Besitzer unseres Senders und natürlich der Besitzer von Jek Mobile, jetzt noch das Wichtigere, er ist auch der Organisator und der Veranstalter vom Jek Cup, der hat gesagt, wir müssen da irgendwas machen. Ne? Und hat dann letztes Jahr sozusagen den Entschluss gefasst und hat gesagt, hey, wir stellen komplett um. Wir möchten das nicht mehr, dieses Söldnertum. Ne? Jeder hat ja von irgendwo Leute geholt. Und hat gesagt, wir machen das mit Jugendmannschaften. Und sein Sinn und Zweck an der ganzen Angelegenheit war eigentlich, ja, Vereine mit Migration, ohne Migration, also so eine Brücke zu schlagen zwischen Kulturen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist ihm echt gut gelungen, wenn man überlegt, dass der größte Teil der Unternehmer ja Migrationshintergrund hat. Und dass es mittlerweile auch viele deutsche Mannschaften gibt oder ausschließlich fast nur deutsche Mannschaften, die an diesem Turnier teilnehmen, muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab. Da schlägt er echt, ja, eine Brücke zwischen Generationen und Hintergründen, ist der Wahnsinn. Wie ist viel schön, dass so viele Mannschaften überhaupt mitmachen wollen. Also, oder Sponsoren, was auch immer, Firmen. Gott sei Dank, toi toi toi, muss man ganz ehrlich sagen. Dankeschön geht an alle. Bevor wir zu unserem Beitrag kommen, kannst du dich erinnern, wie viel da seid ihr gewonnen beim Jek Cup? Oh, wir sind nicht weit gekommen.
wir hatten eigentlich eine relativ gute Mannschaft, aber alle anderen Mannschaften, die waren ja wirklich mit Eilprofis oder aktuell Profis okay. noch beschäftigt gewesen oder haben mitgespielt. Wer war euer Trainer? Wir hatten, glaube ich, gar keinen. Mittenabe war halt echt, Grüße gehen raus an den Bürgermeister. Er hat mich auf jeden Fall gerufen. Rekrutiert. Er hat mich gerufen und gesagt, pass auf, komm hin, wir spielen ein bisschen Fußball hier. Er hat da selber noch mitgespielt. Okay. Wir mussten ja sogar noch warten, bis wir komplette Spiele hatten, weil dann hat der nicht mitgemacht, der konnte der nicht. Rami, schön, dass du gekommen bist und versetzt hast. Welcher? Raichuni. Raichuni hat... Geht gar nicht. Rami geht nicht. Ja, er sollte auch mitspielen bei uns halt. Alles gut. Und wie gesagt, ich glaube, die Gruppenphase haben wir noch überstanden und dann das erste K.O.-Spiel, glaube ich, gleich verloren. Wir sind nicht weit gekommen, aber hat Spaß gemacht. Das ist schön zu hören. Spaß machen tut's wirklich auf jeden Fall. Denkt bitte dran, liebe Extra-Time-Zuschauer, am 15.12. am Richard-Tauber-Damm. Ja, also jetzt schon in... Was muss ich jetzt rechnen? 4 Tagen ist es soweit, sozusagen 15.12. Richard-Tauber-Damm in der Soccer World geht's los mit dem Jack Cup 2019. Weißt du, wie viel Preisgeld dieses Jahr da ist? Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro. Kennst du ein Turnier, was so viel Preisgelder ausschüttet? Also ich habe bis jetzt bei Cam so mitgespielt. Das hätte ich mitgemacht. Also Hut ab, wirklich deutschlandweit, glaube ich, einzigartig. Zwar werden die nicht so finanziell, also es gibt keine Geldprämien, sondern Sachprämien. Der erste fliegt nach Antalya für eine Woche zum Trainingslager. Ja. Top Angelegenheit. Welche Jugendmannschaft hat schon mal die Gelegenheit, sage ich mal, dahin zu fliegen? Außer die Profimannschaften. Der zweite kriegt, glaube ich, 5.000 Euro Ausrüstungsgutschein. Also ich habe das alles nicht im Kopf, aber wirklich Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro. Alter. Wahnsinn. Respekt. Muss man erstmal auch finden, die ganzen... Das sage ich dir. So, liebe Zuschauer, und wir spannen euch jetzt nicht lange auf die Folter, sondern gucken uns mal an, was so bei der Auslosung vom Jack Cup 2019 los war. Und ich sage Mats ab und wir sehen uns gleich nach dem Beitrag wieder. Recht herzlich begrüßen zur Auslosung vom Jack Cup 2019. Herzlich willkommen. Ich komme hier schon zu unseren ersten Gästen und ich möchte fragen, von welchem Verein seid ihr? Vom RSV Eintracht aus Stahnsdorf. Und wer sind Sie genau? Was haben Sie für eine Tätigkeit? Ich bin der Trainer von den U17 Junioren. Ich bin der Mannschaftskapitän von der U17. Wart ihr letztes Jahr auch schon beim Jack Cup mit dabei? Ne, wir dürfen das erste Mal dieses Jahr. Unser Torwart war letztes Jahr mit einer anderen Mannschaft dabei. Über den konnten wir den Kontakt herstellen und dürfen dann dieses Jahr auch mal mitmachen. Jetzt ist ja heute große Verlosung. Habt ihr irgendwie einen Wunsch, gegen wen ihr spielt? Oder habt ihr irgendwie einen Traumgegner? Ein Derby gegen Babelsberg wäre schön. Versuch's mal ein bisschen zusammen zu kriegen. Ein besonderer Dank geht natürlich an unseren Gastgeber heute, der nicht nur Gastgeber ist, sondern auch Hauptsponsor des Turniers, des Jack Cups 2019, an Aildes. Die Firma gibt es seit über 14 Jahren und ja, nicht nur in der Mobilfunkbranche, sondern auch als Brücke zwischen mehreren Kulturen. Ja, also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, liebe Gäste, dass man heißt, Mobilfunkanbieter hin oder her, aber eine Brücke zu schlagen zwischen mehreren Kulturen, dazu gehört eine ganze Menge und da können wir nur Dankeschön sagen. Schönen, schönen Dank. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern und natürlich bei allen Firmen und bei den Vereinen bedanken, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Zu dem, was wir nächstes Jahr planen, möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber ihr könnt gespannt drauf sein. Am nächsten Tisch bin ich beim Herrn Dröge. Herr Dröge, und von woher kommen Sie? Von welchem Verein? Vom Friedenauer TSC. Friedenauer TSC. Haben Sie letztes Jahr auch schon beim Jack Cup mitgemacht? Waren Sie schon dabei?
Also nicht unser Team, aber das Team, das letztes Jahr dabei war, spielt jetzt A-Jugend, aber unser Verein war letztes Jahr auch schon dabei. Jetzt ist ja große Verlosung. Haben Sie einen Traumgegner? Vielleicht aus unserer Region, vielleicht Schöneberg oder Wilmersdorf. Dann wäre ein bisschen Lokal-Derby drin. Und letztes Jahr haben Sie das Spiel oder die Spiele mit beobachten können? Nee, da war ich nicht dabei. Nee. Okay, dann ich kann Ihnen versprechen, das wird ganz grandios, ganz große Sache. Ich war dabei. Dann viel Spaß heute Abend. So, jetzt legen wir los mit der Verlosung. Wir hatten gesagt, wir fangen mit der Firma an. Firma? Gruppe? Verein. Mal loslegen. Seid ihr gespannt? Denn mal einen dicken Applaus bitte. Warte. Erst die Firma dann bitte. Funktioniert das Mikro? Das muss man sich kurz anhören. Ja, er macht's aus. Er macht's auf. So. Ich lese laut und deutlich vor, hoffe ich zumindest. Balkay Maksimitevi ist der Erste, der gezogen worden ist als Firma. Jetzt kommt die Gruppe an die Reihe. Ah, jetzt geht's auf. Balkay Maksimitevi kommt in die Gruppe C1. Gruppe C1. Balkay Maksimitevi spielt Lichtenberg 47. Lichtenberg 47 für Balkay Maksimitevi. Cup mit dabei oder seid ihr das erste Mal mit dabei? Wir haben den richtigen erwischt. Ich bin der Titelverteidiger. Wirklich? Okay, super. Ich war letztes Jahr mit anderen Mannschaft dabei gewesen, mit BFC Dynamo. Und dieses Jahr bin ich mit Tennis Borussia. Ihr seid die Spieler. Und ihr wartet jetzt auf die große Verlosung und wartet gespannt darauf, zu erfahren, gegen wen ihr spielt. Ja, genau so ist es. Wie lange seid ihr schon mit dabei? Beim Jekab war ich jetzt persönlich noch gar nicht. Aber generell, wir freuen uns, dass wir einen guten Trainer haben, auch einen Titelverteidiger. Und wir sind guter Meinung, dass wir gut abschneiden werden. Wie habt ihr euch vorbereitet auf den Jekab? Spielerisch sind wir sowieso eine gute Truppe und im Training arbeiten wir hart und so wird es auch klappen. Viel ist ja nicht mehr Zeit. Habt ihr letztes Jahr schon mal zusehen können oder seid ihr auch das allererste Mal überhaupt bei der Veranstaltung? Das allererste Mal. Na dann wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß. Exklusiv-Coffee. Mal gucken, in welche Gruppe Exklusiv-Coffee kommt. Zumindest werden die Jungs, die dort spielen, kein Problem mit Müdigkeit haben. So wie ich jetzt gerade. Gruppe A4. Gruppe A4. Und jetzt das Team. Das Team ist Borsigwalde. SC Borsigwalde für Exklusiv-Coffee. Genau, kommt ihr her? Von welchem Verein? Wir sind vom Lichtenrader BC, die U17, also ganz aus dem Süden von Tempelhof. Okay, ist ein Stückchen bis hierher in Mitte, aber für heute habt ihr es geschafft. Was habt ihr für eine Tätigkeit im Verein? Also ich bin der Trainer der Mannschaft und das ist unsere liebe Betreuerin. Oh, super. Wart ihr letztes Jahr beim Yale Cup schon mit dabei oder seid ihr das erste Mal? Wir waren letztes Jahr schon da als Verein vertreten, sind letztes Jahr, ich glaube, im Achtelfinale gescheitert, mit einem jungen Jahrgang, aber dieses Jahr versuchen wir halt vielleicht eine Runde weiterzukommen. Okay, habt ihr die Messlatte etwas höher gelegt dieses Jahr? Habt ihr ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Wunschgegner vielleicht auch? Überhaupt nicht. Also die Veranstaltung ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Es hat letztes Jahr schon riesig Spaß gemacht, da mitzumachen. Für die Jungs ist es eine tolle Erfahrung, halt auch mit dem Fernsehen und ganzen Drumherum bei diesem Turnier mitzuspielen. Und dementsprechend hoffen wir einfach auf einen schönen Tag und dass die Jungs viel Freude dabei haben. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend heute. Viel Glück bei der Verlosung und wir sehen uns dann beim Yale Cup. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank. Getränke Delormann. Getränke Delormann. Und der Verein ist der Berliner SC. Hier habe ich die nächsten jungen Männer. Von wo seid ihr gekommen? Vom Frohnauer SC. Wart ihr letztes Jahr beim Yale Cup dabei oder das erste Mal? Ich nicht, er schon. Du warst dabei, hat es dir gefallen? Es war sehr, sehr schön. Okay, wie weit bist du gekommen letztes Jahr? Bis ins Halbfinale, da sind wir gegen Viktoria Berlin rausgeflogen.
Okay, aber Halbfinale klingt ja schon mal ganz gut. Ja, es war auch sehr schön da zu spielen. Die Atmosphäre war auch sehr schön. Und ja. Und dann habt ihr euch für dieses Jahr viel vorgenommen, ein bisschen weiterzukommen, oder? Ja, eigentlich schon. Wir sind ganz knapp an den ersten drei vorbeigekommen oder vorbeigeflogen. Und ja, wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr mehr erreichen. Habt ihr Wunschpartner, gegen die ihr spielen wollt? Oder habt ihr da ein bestimmtes Team, wo ihr sagt, das sind unsere Gegner, da wollen wir es gern wissen? Ja, na klar, die aus unserer Liga, auch so, zum Beispiel Berliner SC oder Hertha 03. Das wird wahrscheinlich dann auch ein guter Test oder ein gutes Spiel. Und ja, da freuen wir uns drauf. Inhaber. Gruppe G4. Gruppe G4. Da kommt die Firma Arox Media Player und Reinickendorfer Füchse Berlin. Tame Bey, Jekab, Geçenyıl, katıldınız mı, baktınız mı? Nasıl buldunuz? Ben bu sene öğrendim Jekab'ı. Yeni tanıttılar ve çok da hoşuma gitti. Hemen daveti de kabul ettim. Burada olmakla. Peki neden kabul ettiniz? Yani beklentiniz var mı? Bana anlatılan şey çok heyecanlıydı, güzeldi. Bir de insanları bir araya toplayacaklar. Çeşitli gruptan insanları toplayacaklar. Yani ekonomi, ticari dünyasıyla sporu bir araya getirmek. Onlar zaten bir bütündür, birbirlerini hep desteklerler. Bizleri de yani Berlin'deki Türk işletmelerinin de bu tür sosyal projelere davet edilmesi, katılması da hem heyecan verici, keyifli oldu. Bence de iyi bir destek olacağına inanıyorum. İyi akşamlar Selçuk Bey, nasılsınız? İyi akşamlar hanımefendi. Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün YKAP çekiliş olacak. Geçen yıl katıldınız mı acaba? Ben geçen sene yoktum. Bugün ilk defa katılıyorum. İnşallah bu sene kazanırız. Peki, ki ekibiniz var mı? Kazanırız diyorsunuz da. Daha belli değil işte. Birazdan kura çekimi gerçekleşecek. Bir beklentiniz var mı? Bir hayal maç görmek istiyor musunuz? Takım var mı zaten? Gönlümden geçen takım var. Real Madrid. Olsa Galatasaray da. İyi akşamlar Biral Bey. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim. Çok sağ ol. YKAP çıkılış bu akşam. Siz futbol seviyorsunuz herhalde. Sevmesek bir şeyimiz eksik olur herhalde değil mi? Peki futbol oynadınız mı kendinize? Oynadık. Kaç yıl? Bayağı uzun. Bir 30 sene kadar. Ama tabii ki amatör olarak şey olarak. Olsun olsun. Peki bu akşam beklentiniz nedir? Bu akşam beklentimiz güzel bir çekiliş olması. Ya ondan sonrası aslında önemli. Gruppe F3. Gruppe F3. Kfz Spree. Und die Mannschaft vom SC Starken. Gruppe H4. H4. Shen Bäckerei. Nicht Sen, Shen. Habe ich vorhin falsch vorgelesen. Hat die Mannschaft vom Frohnauer SC. Gruppe C2. C2. Jetzt kommt die Firma. Und das ist 44 Berliner Getränke Groß- und Einzelhandel. BFC Preußen. Gruppe A1. Was? Bomberjuwelier? Hier steht Bomberjuwelier. Ach ne, Hatta-Juwelier. Okay. Hatta-Juwelier und SC Berliner Amateure. Wir haben es geschafft. Liebe Gäste, jetzt haben wir die Auslosung hinter uns. Die Gruppen stehen, die Mannschaften stehen. Alles steht. Vielen, vielen Dank an die Losfeen allerdings. Yunus Bey, nasıl buldunuz çekiliş? Merhabalar. Çekiliş her geçen sene daha profesyonelleşiyor. Mekan güzel bir mekan seçilmiş. Yani gelecek senelerde daha iyi olacağına inanıyorum yani. Ama mekan çok güzel, profesyonelleşiyor yani. Evet. Büyük bir olay olacak. 32 tane ekip oynuyor. 32 tane şirket var. Baya büyük. Sizin beklentiniz var mı acaba? Yani YKAP yaklaşıyor 2-3 hafta sonra. Şöyle biz geçen sene birinci olmuştuk. Puzzle kasa sistemleri olarak.
Tabii bu sene sürpriz. 32 tane, geçen seneki röportajlarımızda da söyledik tabii. 32 tane firmayı bir araya getirmek, firma ve takımları, amatör takımları bir araya getirmek büyük bir organizasyon. YEKKAP'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel bir organizasyon. İnsanların her gelenin eğlenebileceği, eğleneceğine inanıyorum. Yani güzel bir atmosfer. Geçen sene güzeldi, bu sene daha iyi olacağına inanıyorum. Ve herkese bol şans, rakiplere. Peki çekilişte, yani gruplardan memnun kaldınız mı, yoksa daha farklı ekiple görmek istediniz yani karşı karşı? Yani şöyle, geçen sene FC Dinamo bizi temsil etmişti, birinci olmuştu. Bu sene tabii hani bizim favorimiz yine oydu ama çıkmadı. Ama tabii takımları tam olarak tanımıyorum ama geçen sene fazla izleme imkanımız olmadı. Hiç önemli değil birinci olmak, önemli olan katılmak. O zaman 15'inde birlikte bakarız ekipleri. Aynen, 15'inde hep beraber izleyeceğiz. Ja, 13 Minuten voller Spannung, eine schöne Auslosung ist es gewesen. Danke geht natürlich an den Hauptsponsor Ayildiz, der dieses Jahr das Turnier vom YEKKAP 2019 sozusagen der Hauptsponsor ist und uns unterstützt hat und die Location natürlich zur Verfügung gestellt hat. Erdan, was sagst du zum Video? Sehr professionell gemacht. Also auch die Location sehr geil gemacht. Richtig geil. Top. Man muss ganz ehrlich sagen, man hat sich echt viel Mühe gegeben. Diese Location hast du ja gesehen, die ist ja nun riesig. Wir haben Zuschauer dabei gehabt, wir haben vernünftige Lostöpfe dabei gehabt. Von Ayildiz waren die Vertreter da, von den Unternehmern waren die Vertreter da. Die Mannschaften sind zahlreich da gewesen. Also es kann einfach nur schön werden und gut werden. Deswegen hier nochmal der Hinweis, liebe Zuschauer, denkt dran, 15.12. ist zwar ein Sonntag, und da finden auch noch ein paar Spiele statt, soweit ich weiß. Aber kommt, so schnell ihr könnt. Ja, das wird echt ein geiles Turnier. Und ich freue mich da auch vor Ort zu sein, wieder als Moderator oder als Sprecher. Ist immer wieder ein Highlight. Dementsprechend 15.12. Soccer World YEKKAP 2019. Nicht vergessen, vorbeikommen. So, Adam, wenn du Zeit hast, kannst du natürlich auch vorbeikommen. Bist eingeladen. Ja, ich habe leider auch noch ein Nachholspiel, ne? Nee, normales. Okay, ist noch Saisonspiel? Ja. Gegen TuS Maccabi spielen wir bei TuS. Die schwächeln aber gerade, ne? TuS Maccabi ist gerade am Schwächeln so ein bisschen. In der Liga kannst du nicht sagen, die schwächeln. Da kann jeder jeden schlagen. Ist okay. Kein Unterschätzen. Wir kommen nachher noch genug zum Thema, die ganzen Ligen, liebe Zuschauer. Aber kommen wir nochmal zurück zu dir, Erdan. Du bist 35 Jahre alt, verheiratet? Nee. Liiert? Ja. In der Lebensgemeinschaft. Genau, Lebensgemeinschaft. So sagen es die Deutschen, ne? In der Lebensgemeinschaft. Ja, sind jetzt 16 Jahre, die wir jetzt zusammen sind. Naja, das ist halt eigentlich. Wollte ich gerade sagen. Traust du dich nicht? Nee, hab ja schon zweimal. Ich bin gefragt. Okay. Aber es kam nicht so weiter. Achso, blockiert Jenge immer, ja? Oder nee, gar nicht. Aber wir waren auch schon sehr weit gewesen. Aber okay. Dann war das denn alles doch wieder so kurzfristig, dass wir gesagt haben, es geht alles zu schnell. Herrlich. Erstmal einen Cut. Herrlich. 16 Jahre ist aber auch eine lange Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Sind sehr früh zusammengekommen, so wie ich das rechne. Ich mit 19, sie mit 18. Na fast so. Also ich habe auch mit 19 geheiratet. Meine Frau war auch 18 zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile bin ich 27 Jahre verheiratet, überleg mal. Also ist schon der Wahnsinn. Kinder? Zwei Stück, ja. Mädchen, Junge? Beides. Ah, Mädchen und Junge? Ja. Also Familienplanung ist erledigt sozusagen. Für mich definitiv. Okay. Der Große ist auch der Junge. Okay, naja. Alles richtig gemacht. Perfekt, passt. Fußball spielt er? Ja, oder? Auch, er spielt bei Starken. Okay. Ja, weil Papa halt auch bei Starken gespielt hat. Ich kenne halt jeden da. Und okay, muss man den Vornamen, willst du den verraten? Oder? Taylan heißt der. Taylan Bahçici auch? Ja. Oder? Taylan Yasin Bahçici, ja. Ay, Wahnsinn. Das ist schon mal ein Fußballername, liebe Zuschauer. Also, wenn ihr demnächst irgendwas hört, Riesentransfer nach Real Madrid oder wo auch immer hin. Wäre schön, aber ich lasse ihn einfach Fußball. Würdest du das befürworten, dass er eine Profifußballerkarriere einschlagen sollte, wenn er das Talent hat, sage ich jetzt mal, oder die Möglichkeit hat? Jeder Vater würde das, glaube ich, wünschen, aber erster Stelle muss er erst die Schule fertig machen. Okay, heutzutage hast du ja bei jedem Profiverein die Internate, wo das dann halt gefördert wird. Ja. Aber ich fördere ihn ja jetzt schon, so wie ich kann, und okay, das würde ich auch weiterhin machen. Was machst du beruflich? Ich arbeite jetzt bei meinem Vater. Hab davor halt Metallbau gehabt. Okay. Nicht gehabt, sondern gearbeitet, ja, halt auch 13, 14 Jahre. Okay. Jetzt arbeite ich bei meinem Vater, Gebäudereinigungsfirma. Okay. Also okay.
Ich mache Familienunternehmen genau. Sozusagen, ja. Den weiterführenden eventuell. Ich helfe ihm gerade unter die Arme. Hört sich gut an, aber wir sind ja nicht hier, um deine private Geschichte kennenzulernen, lieber Erdan, sondern deine fußballerische Geschichte. Und in Berlin bist du ja auch nun bekannt, ne? Stopp, Feuerwehr. In Berlin bist du ja auch bekannt. Da gehe ich rein dann wieder, ja? Ja. Aber okay. In Berlin bist du bekannt, reicht? Vorher besser. Okay. 3, 2, 1. Nochmal. In Berlin bist du auch bekannt. Ja, ja, in Berlin bist du auch bekannt. Wir gehen von da, dann cutte das von da aus. Ja. 3, 2, 1. In Berlin bist du ja auch bekannt und ich meine, es gibt ja selten Spieler, die zu einem Verein gehen und dann sehr lange bleiben. Gerade in der heutigen Zeit. Ich glaube, es gibt Leute, die sind 19 und haben aber schon mittlerweile 4-mal den Verein gewechselt in der Herren, so mal im übertriebenen Sinne. Da nicht so groß auf die Jugend eingehen, eher mehr auf die Herrenabteilung. Du hast in der Jugend bei Siemensstadt angefangen, hatten wir kurz beredet gehabt. Deine erste Männerstation war der SC Starken. Damals noch in der Bezirksliga. Bezirksliga, also normale Berliner Spielklasse, sage ich mal. Und jetzt kam Adam Bachtschige mit 19 Jahren, 18 Jahren, 19 Jahren? 19. Zu SC Starken. Mhm. Wie ging es denn weiter? Ja, wie ging es weiter? Ja, dann haben wir 3 Jahre in der Bezirksliga gespielt, sogar fast abgestiegen. Darauf das Jahr dann aufgestiegen mit 2 Niederlagen. Dann wieder 3 Jahre versucht aufzusteigen und beim 4. Mal hat es dann geklappt. Dann sind wir aufgestiegen in die Verbandsliga halt, okay. Ehemals Verbandsliga. Ja, dann ging es wieder, irgendwie immer Dreierschritte, okay, ging es dann weiter. Dann hat Jeff halt die Mannschaft übernommen und ungeschlagen in die Oberliga aufgestiegen. Kann keine Mannschaft aufstehen. Ich sag, das wird auch keiner mehr nachmachen. Okay. Und ja, sagenhaft, die Saison war halt die Krönung. Okay. Also überleg mal, 3, 1, 4, 7, 1, 11, 14, 15 Jahre? Wie lange hast du bei Starken, beim ersten? Hin. 15 Jahre? 15 Jahre am Stück. Liebe Zuschauer, beim SC Starken gespielt, 2, 3 Aufstiege mitgemacht, bis in die höchste Berliner Klasse und dann sogar überregional in die Oberliga. Hast du danach aufgehört, wo du in die Oberliga aufgestiegen bist, oder hast du dann nochmal ein Jahr weitergemacht? Da bin ich zu Kroatien gewechselt. Die waren aber auch Berlin-Liga, ne, genau. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Wolltest du nicht Oberliga spielen oder wie kam das, dass du gesagt hast, Mensch, nach 15 Jahren, okay, ich habe jetzt im Prinzip alles erreicht, bin mit denen in die Oberliga aufgestiegen, eigentlich eine geile Sache. Und dann sagst du, keine Lust, ich gehe zu Kroatien. Oder war irgendwie, Geld, spielt ja auch ein bisschen Geld eine Rolle. Jetzt, es war nicht so viel Unterschied zu dem, was ich bei Starken verdient habe, aber sehr viel Aspekt hat auch mein Cousin gehabt. Okay. Weil er wurde da Co-Trainer mit Marco Wilke zusammen. Ja. Und ja, er ja. hatte halt gesagt, Erdan, komm zu uns. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich hatte keine Lust mehr, viermal, weil Jeff hatte mit mir oder mit uns geredet gehabt, 4-mal, 5-mal die Woche trainiert. Ja. Da habe ich mir gesagt, ich habe auch Kinder gehabt, da habe ich gesagt, der Aufwand ist wieder eben doch wieder zu groß. Und habe dann gesagt, okay, gehe ich zu Kroatien. Da warst du denn sozusagen 33, 32, so was in dem Dreh? 32 Jahre alt. Theoretisch hättest du damals schon in die Senioren irgendwo gehen können, ja. Schön La Paloma Blanca machen. Spandauer Kickers ist ja nun eine gute Adresse, sage ich jetzt mal, was die Senioren angeht. War für dich kein Thema? Ist für mich kein Thema. Okay. Wenn man sagt so, wenn man ein starker Junge ist, ich bin der erste Trainer, ist es schwer zu Sparky zu wechseln. Jetzt locke ich ihn so ein bisschen aus der Reserve raus, liebe Zuschauer. Es ist wirklich, ich habe nichts gegen den Verein, ich kenne da auch sehr, sehr viele, um Gottes Willen. Aber das ist irgendwie so ein... Das ist wie Beşiktaş und Galatasaray. Ja, wenn du bei Beşiktaş bist, oder so. Wenn du eine Mannschaft bist, auch wenn viele da gewechselt sind von Beşiktaş, Galatasaray zu Fener, aber... Ist keine Option für mich. Okay. Ich kenne auch viele von Sparky Senioren, sehr viele sogar, fast alle. Aber nie eine Option. Okay. Ist nun mal so, ne? Damit muss man dann auch leben. Wenn du der Meinung bist, du musst es so machen, dann ist es halt so, ja, dann. Also überhaupt kein Problem. Und ich fühle mich auch noch gar nicht so. Dass du sagst, Senioren. Ich muss jetzt Senioren. Ja, gut, aber die spielen eigentlich auch einen tollen Ball, ne? Du hast ein bisschen bewegungsarm, habe ich das Gefühl. Profis, Altprofis, die da spielen. Also, das ist nicht das Ding, aber ich will halt, mein Ehrgeiz ist halt so groß. Zu groß. Da, um zu sagen, ja. Ich gehe nur zweimal oder einmal die Woche. Nee, das bin ich halt nicht. Ich will halt, wenn es geht, 3-mal die Woche trainieren, mindestens. Aber jetzt
Ist alles so, wie es ist, ist okay. Passt, liebe Zuschauer, passt einfach. Er sagt, mir reicht's vollkommen. Grüße gehen raus an den TSV Rudo, da ich viele Bekannte, die da spielen. Thomas Meissner, Maurice Jakobsen, die da spielen. Und die sind zurzeit Zweiter, hätte keiner gedacht. Spandauer Kickers, glaube ich, Erster oder sogar andersrum mit einem Spiel weniger. Also ein bisschen Konkurrenz für die Spandauer Kickers zurzeit in der höchsten Klasse von den Senioren. Der macht ja auch keine schlechte Partie da. Ja, war. Irgendwie die Senioren, die sind alle... Läuft. Aber noch sind wir nicht so weit, Erdan. Vielleicht irgendwann, wenn du Senioren spielst, lade ich dich nochmal ein. Dann bist du zu Kroatien gewechselt und hast denn zwei Jahre weg? Ein Jahr. Gespielt. Und dann hat Jeff mich angerufen und gefragt, ob ich mir nochmal vorstellen kann. In der Oberliga? Da habe ich ganz ehrlich gesagt, weil viele auch im Verein starken damals so gesagt haben, ja, Erdan, Alter, und du weißt, wir wissen nicht, ob, also haben zu mir halt gesagt, du würdest es nicht mehr packen. Und da habe ich mir gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, wartet. Dann habe ich mit Jeff geredet, wir hatten ein gutes Gespräch gehabt und dann sind wir aufeinander gekommen und habe dann noch ein Jahr bei Starken gespielt in der Oberliga. War das das knappe Jahr oder war es das davor? Das war dieses knappe Jahr, ne? Letztes Jahr, genau. Wo es so wirklich, ach vor Krach, sag ich mal, noch zum Klassenerhalt gereicht hat. Ja, und ich glaube, das Jahr hatten wir auch ein Interview gemacht bei TB, da kann ich mich erinnern. Da habt ihr bei TB gespielt, was habt ihr da gespielt? Habt ihr unentschieden, 2-2 oder irgendwie sowas, glaube ich. Ne? Da hatten wir das erste Interview zusammengeführt gehabt. Und dann hast du gesagt, doch nochmal ein Jahr Oberliga will ich mir nochmal antun. Und dann hast du aber dann zum Schluss dann gesagt, das ist mir doch zu anstrengend und bist dann zu Türkspor gegangen, jetzt, wo du jetzt aktuell dein jetziger Verein. Grüße gehen raus an Medi und an Metin Yilmaz. Schöne Grüße an Presi und an den sportlichen Manager. Ach so, eingeladen hat er mich immer noch nicht zum Essen hier in sein Restaurant, Ole Medi. Das merke ich mir. Da bist du jetzt gelandet. Seit Anfang der Saison bist du jetzt vor Ort. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen geübt. Ja, am Anfang haben wir gesagt, Mensch, wir sind ja eigentlich deutsche Jungs, sage ich jetzt mal, mit Migrationshintergrund. So schimpfe ich mich immer. Ich sage, ich bin Deutscher mit Migrationshintergrund. Wie ist es für dich, in so einem rein türkischen Verein zu spielen? Du hast gesagt, Mensch, alle, ist nicht so wie beim deutschen Verein, aber es ist auch sehr, du warst auch sehr positiv überrascht, dass wirklich alles auch läuft, so wie man es dir gesagt hat. Nee, vor der Saison habe ich mit vielen halt geredet, ganz ehrlich. Ich habe mit vielen geredet, ich kannte das nicht. Man weiß nicht, was auf jemanden zukommt. Habe mit sehr vielen Leuten geredet, ob ich das machen sollte oder nicht. Mhm. Und die haben gesagt, du Erdan, probier's aus. Selber musst du entscheiden. Mhm. Und da habe ich halt mit Nabil geredet und er hat mir halt sehr viel gesagt und wir haben auch sehr gut geredet miteinander. Und dadurch kam es halt auch zustande, dass ich da halt hingewechselt bin. Bin auch zufrieden jetzt aktuell, alles gut. Bei uns läuft es jetzt auch aktuell mäßig wieder mit der Mannschaft. Wieder nach oben, ne? Ja, ja. Mhm. Nee, von daher jetzt aktuell kann ich nicht klagen. Wo machst du die Unterschiede aus, sag ich mal, zwischen einem deutsch geführten Verein wie SC Starken zum Beispiel und einem türkisch geführten Verein oder mit Migrationshintergrund? Naja, man kann sehr viel. Sowohl positiv als auch negativ, also sehr beides. Sehr viel eigentlich. Also wenn ich jetzt nur von jetzt Starken ausgehe, hat man ja den ganzen Unterbau, hat man Jugendmannschaften und was auch immer, die Struktur und Pipapo. Ja, das ist ja bei Türkspor jetzt ohne böse zu sein nicht gegeben. Ja, klar. Die Jugendmannschaften und die Struktur. Na klar, wollen sie da hinarbeiten, aber das ist halt sehr schwer. Die Jugendmannschaften und viele auch. Es gibt ja in Charlottenburg, was weiß ich, wie viele Mannschaften. Ich kann sagen, gerade das zählt ja noch zu Charlottenburg da alles. Ne? Mhm. Und deswegen wird es auch sehr schwer. Aber es ist ein deutlicher Unterschied zwischen türkischen und auch deutschen Mannschaften. Wir können ja mal ulken. Wir haben vorhin auch gesagt, also es gibt zwei gravierende Unterschiede, liebe Zuschauer. Beim deutschen Verein gibt es auf jeden Fall nach dem Training Bier und beim türkischen Verein gibt es Eidern. Wobei Eidern auch gut schmeckt. Ja. Ja, muss man halt mal so nehmen, wie es ist. Nein, Scherz beiseite. Das war einfach wirklich nur aus dem Lachen heraus. Also du fühlst dich zurzeit wohl bei Türkspor, alles läuft. Wie lange hast du Vertrag oder habt ihr überhaupt einen Vertrag in der Berlin-Liga? Gibt es sowas schon? Ja, gibt es schon, aber bei mir zählt nicht so 3-4 Jahre. Ich gehe immer Jahr zu Jahr und dementsprechend, wer weiß, was alles auf jemanden zukommt. Ich gucke Tag zu Tag, es kann ja immer irgendwas passieren. Ja, natürlich. Und deswegen gehe ich Jahr zu Jahr und dann kann man immer wieder miteinander reden.
Zurzeit ist noch ein deutscher Trainer, ne? Olli Kiwak. Olli Kiwak, genau. Wie ist es für, also gut, für dich ist es ja kein Wunder, aber ich sage mal so, kommt er mit der Mentalität klar? Vom Verein? Er juckst ja mit. Okay. Er ist ja einer, der redet ja auch offen mit denen. Er spielt ja auch mit denen. Wenn sie irgendeinen Spaß machen, versucht er die auch zu verarschen in der Hinsicht. Also so, er kommt gut klar. Also meines Erachtens her. Und bis jetzt gibt es keine Probleme, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie Olli das sieht, ehrlich zu sein. Wir können Olli ja demnächst mal fragen, wenn wir mal wieder beim Türkspor-Spiel sind, liebe Zuschauer, dann können wir Olli mal fragen, wie er damit klarkommt. Gerne. Mal schauen. Ja, dann von einem Migrationsverein zu einem Verein, der unser Partner ist und auch einen Migrationshintergrund hat. Als Trainer, viele Spieler haben Migrationshintergrund, ist unser Partner, bei dem wir jetzt anfangen mit unserer Sendung sozusagen, mit unseren Bewegbildern, ist der 1. FC Schöneberg, der ja bekanntlich den Tabellenführer, liebe Zuschauer, zu Gast hatte am Sonntag. Und ich war vor Ort beim 1. FC Schöneberg, um unseren Partner auch mal zu besuchen, ne, mal zu sehen, wie es da läuft. Ich habe mir eine Halbzeit angeguckt, es war leider sehr regnerisch und ich habe mich nicht so gut gefühlt. Habe ich gesagt, komm, eine Halbzeit und dann haust du wieder ab. Es stand 0-0 zur Halbzeit, wo ich gegangen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs haben echt ein klasse Spiel gemacht. Also muss man mal so sagen, wie es ist. Wilmersdorf hat sich lange schwer getan, irgendwelche Sachen zu kreieren, wobei die auch hochkarätisch besetzt sind. Mit, wie heißt da jetzt unser Soltanpur, Kian? Tut mir leid, es ist 20 Uhr, ich vergesse jetzt mittlerweile alles. Gagpeto von Zehlendorf, Barış Gündüzer, ehemaliger Regionalligist. Also da gibt es noch so den ein oder anderen, die wir da gesehen haben. Unser Crazy, der auch beim BAK gespielt hat, also wirklich was Rang und Namen hat. Und die machen es nicht schlecht, aber Schöneberg hat echt eine geile Partie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest in der ersten Halbzeit, liebe Zuschauer, was ich gesehen habe. Wie ist das für dich? Ich sage jetzt mal, hat man da Respekt, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, wo man vorher weiß, oh, da sind so viele ehemalige Regionalligisten, Oberligisten und. Als Fußballer oder sagst du da, pff, nee, das ist auch nur, kochen auch nur mit Wasser? Ja, nee, das kann man so nicht sagen. Weil wir haben jetzt erste Pokalrunde gegen Viktoria gespielt. Mhm. Und die sind ja Regionalliga, wie jeder weiß. Und erste Halbzeit war eine Katastrophe, weil zu viel Respekt drin war. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, was bei den Jungs im Kopf war. Mhm. Für mich gibt es sowas nicht mehr, weil vielleicht auch die Erfahrung mitspielt. Du bist schon 35, die anderen sind gerade mal 20 oder 25. Ja, in der Hinsicht ja. Und mir ist egal, wer vor mir steht. Na klar, wenn Profis irgendwo denn vor dir stehen, ist wieder was anderes. Aber jetzt so Regionalliga sind auch schon Halbprofis, sage ich mal. Aber ja, klar. Für mich gibt es keinen Respekt mehr. Ich will einfach nur gewinnen. Ich will ackern, wie das Zeug geht. Bei Schöneberg hat es ja auch fast geschafft. Ja. Muss man ja dazu sagen. Wir wollen nichts vorwegnehmen. Ihr wisst zwar die Ergebnisse schon, aber wir belassen es mal bei der Spannung. Liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zu unserem ersten Beitrag. 1. FC Schöneberg gegen den Tabellenführer 1. FC Wilmersdorf. Und mal gucken, ob die Jungs Respekt hatten oder nicht, so wie er dann das gesagt hat. Jetzt schalten wir ein und gucken uns das Spiel an und sehen uns dann im Anschluss wieder. Bis gleich. Die USport Player App. Sieh deine Videos noch schneller und im persönlichen Teamfeed. Jetzt in die USport Player App wechseln. Unser Partner, der 1. FC Schöneberg, erwartet am 14. Spieltag der Landesliga Staffel 1 den Tabellenführer vom 1. FC Wilmersdorf. Lila-Weiß startet furios. Erst Tosun. Und dann Ferreira. Acht Punkte trennen beide Teams, das sieht man überhaupt nicht. Tützen mit einem Freistoß. Was ist bloß mit dem Tabellenführer Wilmersdorf los? Die kommen überhaupt nicht ins Spiel. Wieder ist es der Schöneberger Duman. Der 1. FC kommt zu seiner ersten Möglichkeit, weil Gagpeto nicht richtig den Ball trifft. Fayumi aber auch nicht. Schöneberg schaltet seinen Turbo wieder ein. Ex-TB-Keeper Rogal hat den Ball fest in der Hand. Gefährlich wird es bei Wilmersdorf über die linke Seite. Boacci bedient Fayumi. Knapp vorbei. Schiedsrichter Gröli grölt dann zum Pausentee. Das Team von Ayhan Bilek hätte schon 2-0 oder 3-0 führen müssen.
Hätte, hätte, Fahrradkette. Der Wilmersdorfer Fayumi dann auf dem Weg zum 1:0. Wenn Schöneberg nicht Barki hätte. Lila-Weiß aber sofort wieder da. Duma nimmt sich den Ball, knallt ihn an die Latte. Einen langen Ball von Jan Lange muss doch Tosun zum Führungstreffer nutzen. Aber Rogal macht das clever, kommt raus, verkürzt den Winkel. Dann ein schlimmer Aufbaufehler vom Schöneberger Duman. Gagbeto mit dem Kopf. Das Einzige, was man Lila-Weiß an diesem Tag vorwerfen kann, ist die verpasste Chancenauswertung. Dann ist Heseni da für den 1. FC Wilmersdorf. Und Minute 69 steht es 1:0 für den Tabellenführer der Landesliga Staffel 1. Das Team von Timo Bienerbay kann es selbst nicht fassen, dass sie hier als Sieger vom Platz gehen. Oder etwa doch nicht? Ein Wahnsinnsschuss von Ono Adesvacı. Es ist die Latte, die den 1. FC Wilmersdorf die Tabellenführung bewahrt. Wir müssen eigentlich erste Halbzeit ganz klar führen. Aufgrund der Torschancen machen wir nicht und haben auch lange Zeit ein gutes Spiel gemacht. Am Ende, zweite Halbzeit, müssen wir uns für die gute erste Halbzeit belohnen. Machen wir nicht. Denn durch ein klassisches Tor, was eigentlich vermeidbar wäre, verlieren wir. Es war heute klar, wer das 1-0 macht, gewinnt das Spiel. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Haben ein bisschen Pech gehabt. Erste Halbzeit war ein schwieriges Spiel. Wir sind schwer reingekommen, ehrlich gesagt. Und ja, im Endeffekt war es ein neutrales Spiel. War ein Spiel auf Augenhöhe, wo, muss ich zugeben, Schöneberg vielleicht doch zwei, drei Torchancen mehr hatte. Ja, im Endeffekt denke ich schon, war es ein verdienter Sieg. Aufgrund dessen, dass wir halt einfach uns reingekämpft haben, über die Härte gekommen sind. Vielleicht nicht so viele Torchancen wie Schöneberg, aber im Endeffekt denke ich verdient gewonnen. Latte, Pfosten, wie auch immer, hast du ja das Spiel gesehen. Aber es geht weiter. Ich denke, nächste Woche müssen wir 3 Punkte einfahren. Und dann können wir Weihnachten feiern, dann ist Pause. Die U-Sport Player App. Sieh deine Videos noch schneller und im persönlichen Teamfeed. Jetzt in die U-Sport Player App wechseln. Eins, eins, test, 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 one, two, one, two. Three, four. واحد ثلاثة أربعة خمسة فات تسمبلت. Eins. Ja dann, 1. FC Schöneberg gegen 1. FC Wilmersdorf, Tabellenplatz 5 und der Tabellenführer. Ich glaube, oder 4. das ist Schöneberg. Ich bin nach der ersten Halbzeit gegangen und das, was ich jetzt gesehen habe, ich hätte vielleicht nicht gehen sollen. Also schon alleine wegen der Torchancen, die Schöneberg hatte. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Phrasenschwein. Wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, wer sie vorne nicht macht, kassiert sie hinten. Oder was hast du vorhin noch schön gesagt? Wenn du da oben stehst, gewinnst du auch schmutzig die Spiele. Und das war ja, Albert, ganz ehrlich, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, war ganz schmutzig, das Tor. Ja. War ganz schmutzig. Also der Lattenknaller zweimal in der zweiten Halbzeit. Schade, 1. FC Schöneberg. Habt den Tabellenführer knapp am Rande der Niederlage gehabt. Aber Respekt war da nicht viel zu, also nicht nee. Respektlos, sondern Respekt nee, nee. War da nicht viel zu nee. Sehen. Keine Angst, die haben echt mutig gespielt. Aber er hat die gut eingestellt auf jeden Fall. Muss man die lassen. Grüße gehen raus an unseren Partner. Hat nicht geklappt mit dem Sieg gegen den Tabellenführer. Aber Ayanoji hat ja mal gesagt, Jalle, ich war ja da, der hat gesagt, Jalle, Aufstieg erstmal dahin. Wir wollen gefestigt sein. Und ich glaube, er macht echt einen super Job. Hält die Jungs beieinander, bei Laune. Und da können wir eigentlich nur hoffen, dass wir noch mehr Spiele sehen von unseren Partnern, die genauso spannend und toll waren wie jetzt sozusagen. Viel Erfolg. Kannst du dir vorstellen, nochmal in der Landesliga zu spielen irgendwo? Nein. Gar nicht mehr. Nein. Warum? Weil ich mir gesagt habe, in der Liga, wo ich spiele, will ich nie wieder runtergehen. Okay. Also tiefer spielen, als ich gerade aktuell spiele. Und aktuell ist von mir, das sage ich aber schon seit Jahren, okay. Es ist für mich die letzte Saison. Echt? Okay, sage ich, aber es ist schon seit Jahren. Hattest du damals auch schon gesagt, ja, mein Freund? Seit Jahren sage ich das. Aber mein Körper sagt, mach weiter. Das ist eine Krankheit, oder? Ja, das also eine positive. Ja, es ist eine Krankheit. Aber ich sage mir wirklich, dieses Jahr, nachdem, wer weiß, ob was auf mich zukommt, sage ich auch so, wie es ist. Aber ich wollte noch ein Jahr machen und dann wollte ich in die Senioren gehen.
Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du auf jeden Fall lange gesund bleibst. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. So. Und was danach kommt, das weiß leider nur der da oben. Also dementsprechend. Ich habe deswegen gefragt, liebe Zuschauer, weil, wie gesagt, beim 1. FC Wilmersdorf, hast du ja gesehen, Kian mit Bundesliga-Erfahrung sogar bei Borussia Dortmund gespielt. Und viele wundern sich halt, ne? Wie kommt das, dass denn so eine namhaften Spieler auf einmal in der Landesliga rumfunzeln? Freunde. Das sind nur, sag ich mal, vielleicht spielt, ich weiß jetzt nicht, wie das Etat ich weiß es auch nicht, Wilmersdorf aber ist, aber durch Freunde. Okay. Das sowas bindet nur. Nur bindet. Ja. Okay. Ja gut, wenn man so überlegt, das sind ja auch viele Freunde. Ja, ne? Die kennen sich ja auch von überregionalen Zeiten. Richtig. Liebe Zuschauer, ihr habt gesehen und diesmal mache ich ein bisschen früher Werbung. Also der erste FC Schöneberg, der profitiert von uns. Wir profitieren so ein bisschen vom ersten FC Schöneberg. Deswegen würde uns das freuen. Wollt ihr Partner werden bei unserer kleinen, aber feinen Sendung Extra Time Match Day? Dann meldet euch bei uns. Ja, ganz einfache Wege, entweder über E-Mail oder über WhatsApp oder über Instagram. Meine WhatsApp-Nummer habt ihr, ist die 0163 955 6688. Schreibt mich einfach an, lasst uns im Winter einfach mal zusammensetzen. Ich erkläre euch das Konzept, wie es läuft. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, unser schönes und feines kleines Sendungchen zu unterstützen. Und wir würden euch natürlich auch unterstützen, indem wir euch Videomaterial und zur Verfügung stellen. Habt ihr bei Türkspor eine Videoanalyse oder sowas? Macht Olli sowas? Nee. Gar nicht? Okay. Hat das Jeffrey gemacht damals in der Oberliga? Ja, ja, da werden auch alle Spiele gefilmt. Okay. Und er wertet die dann aus, kriegt die dann halt von dem Kameramann zugeschickt, er wertet die aus. Die gibt es ja, glaube ich, auch bei YouTube. Alle Spiele werden auf YouTube gestellt. Okay, das ist wahrscheinlich dieses U-Sport, was wir auch bewerben, sozusagen. Wo genau er das macht, er hat, also, glaube ich, sogar seinen eigenen YouTube-Kanal. Okay. Und Der Starkener, glaube ich, heißt der, ne? Irgendwie der Starkener heißt der. Und wenn jetzt irgendwelche Spiele sind, was ihm halt nicht gepasst hat, also Jeff, dann schickt er die einzelnen entweder dir privat und sagt dann, was gut oder schlecht war, oder zeigt es halt auf der Leinwand. Okay, okay. Er macht also Analysen. Was war das Schwierigste für dich, Oberliga? Also war es gar nicht so zu viel mit dem Training oder die Auswärtsfahrten? Oder? Na, normalerweise sind die Auswärtsfahrten die geilsten, weil wenn man gewonnen hat, dann hat man, okay, wenn man jetzt nach Rostock gefahren ist oder so, dann hat man Zeit gehabt, ein Bierchen trinken oder was auch immer. Ist eigentlich nicht verkehrt. Wenn man verloren hat, okay, dann will man nur schnell nach Hause, ist bei jedem so. Aber ich fand es jetzt vom Aufwand her, war es mehr, na klar, weil du viermal, fünfmal in die Woche trainiert hast. Plus Sonntag denn noch oder Samstag, wann auch immer die Spiele waren. Aber ist zu viel irgendwann. Irgendwann sagt der Körper, weil im Training sieht man das denn. Schönen Grüße an Jaco, Vacho und David. Wenn man dann sieht, wie schnell Jaco die Dribblings machst und du dann erstmal dich drehen musst, dass du überhaupt hinterherkommst, dann weißt du, okay, du bist langsam am Zenit angekommen. Starken hat auch eine ausgezeichnete Jugendarbeit, ne? Ja, sehr gut. Also, ja. Konntet ihr das Jahr davon profitieren? Weißt du das? Jedes Im Jahr. Oberliga? Jedes Jahr? Jedes Jahr. Und weißt du auch, warum sie dieses Jahr den einen guten Spieler ziehen lassen haben, der bei Hertha gelandet ist? Ich weiß ein bisschen Hintergründe, aber ich will mich da nicht einmischen. Nee, überhaupt nicht. Ist noch zu viel für Verbindung, obwohl man bei Türkspor spielt. Alles gut. Ihr habt gehört, also Oberliga macht Spaß. Man hört von vielen Vereinspräsidenten, dass es halt wirklich ein Geldfresser ist. Ne? Ja, klar. Dass es wirklich Ausgaben ohne Ende sind, aber halt nicht viel reinkommt bei. Und es ist immer wieder ein Akt, sag ich mal, in der Oberliga zu verweilen. Regionalliga ist mittlerweile aber genauso. Kurz zum Punkt, liebe Zuschauer, wir haben mitbekommen, oder ich habe mitbekommen, dass FC Wacker Nordhausen Insolvenzantrag gestellt hat. Der nächste Verein, der eine Regionalliga Insolvenzantrag stellt, Viktoria war davon betroffen, hat sich nochmal gerettet. Erfurt ist ein Verein, der Insolvenz gemeldet hat und immer noch in der Abwicklung drin ist. Jetzt kommt Wacker Nordhausen dazu. Viktoria hatten wir, glaube ich, schon. Und da war noch einer, der aufgestiegen ist, sogar Chemnitz, glaube ich, der letztes Jahr aufgestiegen ist, auch insolvent gewesen, auch aufgestiegen und krepeln jetzt unten irgendwo rum. Sind auch noch nicht ganz durch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe es lange nicht mehr verfolgt. Was sagst du zu, also ich meine, wir sind ja weit weg von der Regionalliga. Ich bin ja nur Stadionsprecher beim BHK und kriege das ja immer nur so beiläufig mit. Wie geht sowas? Kannst du dir sowas vorstellen? Warum, wieso, weswegen? Lebt man da über die Verhältnisse oder hast du da gar keinen Bezug zu? Nee,
man kann so viel jetzt spekulieren und sagen, es braucht ja nur einen Sponsor wegfallen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist. Ich glaube, das war wohl auch bei Wacker Nordhausen der Fall. Das ist wohl so eine riesen Gipsfamilie, also so eine Gipskartonhersteller, wo der Kleofas, der Präsident, da irgendwie einen guten Draht zu der Familie hatte, aber die dann irgendwann gesagt hat, also ist nicht mehr und jetzt dann stehen die Leute da. Fehlt eine Summe X und dann zahl mal die Gehälter. Aber über 5 Jahre, glaube ich, 9 Millionen angehäuft. Also es sind wirklich nur Medienberichte. Liebe Zuschauer, ich habe keine Recherche betrieben. Ich habe nur das, oder ich versuche nur das wiederzugeben, was ich auch gehört habe vom MDR und sowas alles. 9 Millionen Euro für einen Viertligisten. Unverschämt. Wahnsinn, oder? Verstehe ich nicht. Also falsch gewirtschaftet. Auf jeden Fall. Sage ich jetzt, was da gemacht wurde, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber. Naja, das ist ja nur eine Vermutung, die wir aussprechen können. Ja, bei 9 Millionen. Wahnsinn. Also ich glaube, der nächste insolvente Verein ist am Kommen, Wacker Nordhausen. Leider Gottes, muss man dazu sagen, waren immer schöne Fahrten daraus nach Nordhausen. Ja, die versuchen jetzt ums Überleben zu kämpfen. Die wissen noch nicht mal, ob sie zum Winter noch eine intakte Mannschaft haben oder nicht. Weil wahrscheinlich auch viele abhauen werden. Dann wird es ja wieder wie eine Wettbewerbsverzerrung. So ungefähr. Kommt dann die zweite Mannschaft. Denen wurden auch schon 9 Punkte abgezogen. Ja, also die sind jetzt auf Platz 11 irgendwie runtergerutscht und waren eigentlich gut dran oben. Ne? Also wenn man das mal so überlegt, also es waren gar nicht so viele Abstand. Ich verfolge es ein bisschen, jetzt nicht so extrem wie meine Liga oder halt die Oberliga, weil ich halt auch ein bisschen gucke, was Starken jede Woche macht. Ja, klar. Aber kommen wir aber auch noch zur Oberliga. Hätten sie einen günstigen und sicheren Security-Partner, die Nordhausener, dann hätten sie ein bisschen was gespart, sage ich dazu immer nur. Also Dank geht raus an Cedar Security. Dann kommen wir nochmal zurück zu dir. Oberliga-Zeit und so weiter und so fort. Hast in der Jugend bis in die Männer gewechselt, damals zu Starken, hatten wir im Vorfeld besprochen gehabt. Was war für dich so die Schwierigkeit, wo du von der Jugend in die Männer gekommen bist? Was gab's da? Ich meine, du bist ja auch noch so ein Jahrgang, du kriegst ja auch noch diese Hierarchien mit, die vielleicht mittlerweile nicht mehr so sind. Ja, die Hierarchie ist nicht mehr sehr, sehr eng. Ne? Also gibt es dann auch 19-Jährige, die dann kommen und zum 35-Jährigen sagen, Digga, die Bälle kannst du aber selber aufpumpen, da kannst du knicken. Ich bin heute hier ein Halbprofi und verdiene mir eine Brötchen mit Geld. Das war früher bei uns, glaube ich, nicht früher denkbar, gab's oder? Gab's nicht. Gab es deine Zeit auch? Ich bin 10 Jahre älter als du, 11 Jahre. Ist das zu deiner Zeit auch noch so gewesen? Ja, auch bei Starken. Wenn ein Älterer was gesagt hat, na klar, habe ich auch oder jeder andere Jüngere seine Fresse gezogen, weil das keiner gerne macht. Aber das hat keiner seinen Mund aufgemacht. Gab es auch schon Aufnahmerituale zu dem Zeitpunkt? Kannst du dich daran erinnern? So also wie heute, muss man singen und so weiter alles? Nee, gab es zum Glück bei mir nicht. Okay. Obwohl, wo ich letztes Jahr zurückgegangen zu Starken, da hieß es, Alan, du musst singen. Da habe ich zu denen gesagt, wollt ihr mich jetzt verarschen hier? Jetzt ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Ich war hier 14 Jahre in diesem Verein und die sagt zu mir, ich bin neuer. Du hast dich doch nur vom Singen gedrückt, Digga. Na, ich musste ja singen. Hast du denn Ja, wir sind ja in eine Karaoke-Bar und da mussten wir sogar singen. Okay. Wir waren drei Gruppen, glaube ich, drei Mann. Und was, hast du gesungen? Oh, war Backstreet Boys, glaube ich, war alles. Ach, ja, du Scheiße. Kurios. Ach, nee. Also, liebe Starkener, falls einer zuguckt heute, falls ihr Videomaterial habt von Adam Bahçeci, wo er bei den Backstreet Boys singt, her damit. Kann ich gut gebrauchen. Nee, Scherz beiseite. Also nochmal, was war wirklich die Schwierigkeit, wo du im Prinzip von der Jugend in die Männer gekommen bist? Gab es für dich eine Schwierigkeit, wo du sagtest, daran wäre ich beinahe gescheitert oder das war echt zu Fülle oder zu strong? Hatte ich nicht. Ich wurde gut aufgenommen. Die Jungs, die da waren, ob es Gökhan Kinran war oder so, die haben ja auch bei Starken gespielt gehabt. Ich kannte auch viele, deswegen bin ich auch da hingegangen, weil ich bin ja Spandauer und da sind auch viele Spandauer gewesen früher. Jetzt ja aktuell sind es immer noch Spandauer, aber halt nicht mehr die, mit denen ich zusammengespielt habe. Ist klar. Nee, ich muss ganz, das Einzige, was halt war, halt von der Jugend in die Männer, die Härte. Das war halt, wo ich sage, wow, da kannst du nicht sagen, hier, ich hau dich um und dann ist gut. Nee, gibt's nicht. Da ist konsequent. Jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten. Ich meine Körperstatur ist natürlich was ganz anderes, aber ich meine, du bist ja auch nicht gerade der Stabilste, wo man sagt, okay, du hast jetzt da sehr. Wie war es für dich, die ersten 2 Kämpfe? Kannst du dich daran erinnern? Hat es denn mal zu Hause, wo du denn nach Hause gegangen bist und hast gesagt, Mama, kannst du mir mal eincremen? Ich glaube, ich habe einen blauen Fleck oder so? Oder hast du dich schnell dran gewöhnt? Nein, ich bin immer schon gewesen, ein Typ, der auf 2 Kämpfe nicht verzichtet. Okay. Ich
Weil deswegen, glaube ich, habe ich mich auch nie so groß verletzt, weil ich halt durchgezogen habe. Mhm. Und dadurch war mir das egal, ob okay. ich jetzt reinspringe oder nicht. Oh, na klar, habe ich überall mal, auch heute wieder, Bewegchen von Sonntag. Aber das vergeht. Nö, also ich war immer einer gewesen, der reingesprungen ist, egal wo es war. Und wenn es wehgetan hat, dann tut es mal weh und dann war gut. Das hört sich gut an, liebe Zuschauer. Achso, wir haben es nicht erwähnt, aber ihr konntet euch das garantiert schon denken, bei so vielen Toren, der junge Mann hat Stürmer gespielt. Oder spielt noch Stürmer. Ist ja noch nicht, er ist ja noch nicht auf Rente. Abwehr wäre gut. Also dementsprechend finde ich das gut. Ja, dann es geht munter weiter. Also ich habe noch ein paar Fragen an dich, aber bevor wir weiter zu Erdembaçı kommen, liebe Zuschauer, kommen wir zu unserem nächsten Partner. Eigentlich sollte er eigentlich zu Gast sein heute, der Präsident von unserem Partner Novi Pazar, aber er ist aus privaten Gründen leider verhindert gewesen. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, alles wird gut gehen. Von hier aus auf jeden Fall gute Besserung an die Person, die da etwas kränklich ist. Ja, der Novi Pazar hat gegen den Nordberliner SC gespielt, soweit ich weiß. Und Rani El-Kassem kennst du ja auch? Ja, ein guter Freund, auch öfters mal gegeneinander gespielt. Okay. Leider jetzt verletzt, ne? Sonst ja, wäre er wahrscheinlich nicht in die Trainerbahn gerutscht. Aber jetzt ist er Trainer beim 1. FC Novi Pazar. Ja, macht ja auch einen guten Job gerade zur Zeit. Tabellenzweiter, SCC Erster. Und wir schauen mal, was unser Matchday-Team für euch so eingefangen hat. Wir gehen ab zum unserem Beitrag 1. FC Novi Pazar gegen Nordberliner SC und sehen uns im Anschluss wieder. Und dann geht es weiter mit Ausquetschen von Erdembaçı. Mal gucken, wie weit wir ihn treiben können. Viel Spaß. Die U-Sport Player App. Sieh deine Videos noch schneller und im persönlichen Teamfeed. Jetzt in die U-Sport Player App wechseln. Vierzehnter Spieltag in der Landesliga Staffel 2. In der Berliner Fußballgeschichte soll es erstmalig zum Duell des 1. FC Novi Pazar gegen den Nordberliner SC kommen. Der Tabellenzweite will seinem Trainer Rani El-Kassem, der am Donnerstag 40 Jahre alt geworden ist, Glückwunsch schon hier aus, gegen Michael Linde vom Nordberliner SC eine Freude machen. Für den 1. FC soll es im nächsten Jahr die Berlin-Liga werden. Die erste Möglichkeit hat Semin Hasibulic. Ex-Berlin-Ligist Nordberliner SC setzt ein erstes Ausrufezeichen durch Trebes. Auf der Gegenseite schickt dann Hasibulic Bacic auf die Reise. Starker Konter dann in Minute 33 von Novi Pazar. Doppelpass Lakatos Raiciuni, der Ball geht an den Pfosten und der Nordberliner Kleineidam versucht zu klären unter Einsatz seines Lebens und Schiedsrichter Hestermann zeigt zum Entsetzen der Gelb-Blauen auf den Punkt. Der Abwehrspieler soll die Hand zur Hilfe genommen haben, zu allem Überfluss erhält er nach dem Spiel noch die glattrote Karte. Semin Hasibulic nutzt diese Fehlentscheidung zu seinem 12. Saisontreffer. Der 22-jährige Stürmer bringt den 1. FC Novi Pazar in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung. Gelb-Blau versucht vor der Pause noch zurückzuschlagen. Trebes mit einem klasse Schuss. Beksadic überragend, wie er das macht. Dann ist Pause an der Bergio-Straße. Vor solchen Spielen warnt der Präsident des 1. FC Novi Pazar, Resko Halilovic. Sie müssen gewonnen werden, damit der Anschluss an den Tabellenführer Charlottenburg nicht verloren geht. Die Neuköllner kommen mit einem Offensivfeuer aus der Kabine. Rami Raiciuni bedient Semin Hasibulic. Saisontor Nummer 13, nein! Angriff auf Angriff rollt jetzt auf das gelb-blaue Tor. Rami Raiciuni bedient Awad. Und dann kommt irgendwie so eine Bogenlampe zustande. Der Nordberliner Torwart Hagens lässt den Ball fallen. Dennis Bacic ist da und es steht 2:0 für den 1. FC Novi Pazar. Das müsste doch eigentlich die Vorentscheidung sein, denken sich 60 zahlende Zuschauer und hätten nie gedacht, dass das Spiel nochmal richtig spannend wird. Einen katastrophalen Aufbaufehler in Minute 67 nutzt der Nordberliner Danny Deichfischer aus. Er macht es aber auch klasse mit diesem Lupfer. Und es steht nur noch 2:1 an der Bergio-Straße. Das sind die Fehler, auf die Trainer Rani El-Kassem und Präsident Resko Halilovic immer wieder hinweisen. Die dürfen nicht passieren, wenn du in die Berlin-Liga aufsteigen willst. Novi-Keeper Beksadic kann sich gar nicht mehr einkriegen.
NBC riecht jetzt Lunte Treves an die Latte. Aber langsam hat sich Nuvi auch wieder erholt. Rami Raichuni vorbei. Und Abu Khalil kann in dieser Phase das 3:1 machen mit diesem Kopfball. Hagens klärt. Dass Nuvi Keeper Begzadic schon höher gespielt hat, sieht man nach dieser Nordberliner Ecke. Jetzt geht's wirklich hin und der Rami Raichuni mit der nächsten Möglichkeit. Die letzte Aktion gehört den Nordberlinern quasi mit der Schlussminute. Kopfball, der Ball ist nicht im Tor. Nuvi Bazar gewinnt am Ende glücklich 2:1. Was sagt der Nordberliner Trainer dazu? Glückwunsch an Nuvi Bazar, knapp 2:1 gewonnen. Wir hätten hier sicherlich auch den Ausgleich erzielen können. Wir wussten, dass Nuvi Bazar nach vorne in der Offensive bärenstark ist. Das haben sie auch hier gezeigt, sicherlich. Wir haben uns auf andere Qualitäten fokussiert. Haben dann leider verpasst, hier den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Leider verliert man so ein Spiel durch zwei individuelle Fehler. Aber wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir stecken jetzt die Köpfe nicht in den Sand und werden auch versuchen, in der nächsten Woche wieder 3 Punkte zu holen. Es war heute ein hart erkämpfter Sieg gegen Nordberliner. Die haben sehr, sehr gut Fußball gespielt. Ja, die waren in den Zweikämpfen sehr aggressiv. Ja, wir haben ganz gut dagegen gehalten, haben die Tore gut herausgespielt, einen Elfmeter bekommen, der auch verdient war. Und das zweite Tor haben wir auch ganz gut rausgespielt. Ja, dann haben wir einen eigenen Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat. Aber trotz alledem haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und unsere Chancen leider am Ende auch nicht wirklich genutzt, sonst hätten wir auch höher gewinnen können. Es hätte auch unentschieden ausgehen können, aber wir sind letztendlich mit dem Sieg zufrieden und das ist das Wichtigste. Die USport Player App. Sieh deine Videos noch schneller und im persönlichen Teamfeed. Jetzt in die USport Player App wechseln. Drei, zwei, eins. Ja, liebe Zuschauer, das war die Partie 1. FC Nuvi Bazar gegen Nordberliner SC. Unser Partner Nuvi Bazar gewinnt knapp 2:1. Also seid mir nicht böse, Leute. Achso, Glückwunsch natürlich auf jeden Fall nachträglich Rani zum Geburtstag von hier aus. Aber der Elfmeter? Fraglich. Muss man ganz ehrlich sein, Rani. Klar, wir gönnen euch das, um Gottes Willen. Ein bisschen knapp geworden zum Schluss. Aber der Elfmeter war wirklich, wirklich fraglich. Also ja. Laut Video sieht man da sieht nichts. Sieht man nichts, nichts, wozu man Elfmeter. Aber ich kenne auch andere Situationen, wo Nuvi Bazar halt Sachen bekommen hat, wo man auch gesagt hat, kann gar nicht sein. Gleicht sich auf jeden Fall irgendwann wieder aus im Fußballerleben. Also dementsprechend, ja, Glückwunsch geht raus an unseren Partner Nuvi Bazar. Hält den 2. Tabellenplatz und ist weiterhin oben dran. Und natürlich alles, alles Gute nochmal an Rani Al-Qassim zum 40. Geburtstag. Der Runde muss eigentlich gefeiert werden. Wir haben hier nichts. Ist schwach, oder? Ja, er ist ja auch gerade nicht da. Finde ich nicht okay. Du hättest uns ruhig ein bisschen was vorbeibringen können, lieber Rani. Ein bisschen Shawarma oder so ähnlich. Oder Baklava, so wie bei Duxbosch, ja, irgendwie richtig. Baklava über den Tisch läuft. So, ja, dann kommen wir nochmal zurück zu dir. Wir haben ja vieles, vieles besprochen und es gibt noch so vieles zu besprechen, aber da würde unsere Zeit wahrscheinlich nicht reichen. Trotzdem würde ich dich gerne noch die ein oder andere oder dir noch die ein oder andere Frage stellen wollen. Und zwar geht es um einen Trainer. Wir haben jetzt Rani Al-Qassim gesehen, der ja Spieler war, auch gerade 40 ist. Ich meine, ein paar Jahre älter wie du und ein paar Jahre jünger wie ich. Kannst du dir vorstellen, einen Trainer zu machen oder sagst du, Jalle, nee, das ist überhaupt kein Job für mich eigentlich? Nee, also Ziel oder mein Ziel ist es halt, nach meiner aktiven Karriere oder Laufbahn, wie auch immer, die Jugend erstmal anzufangen, ja, Trainer zu machen, den Schein auf jeden Fall. Entschuldigung. Alles gut, passiert. Aber ich weiß nicht, wann ich aktiv aufhöre, deswegen kann ich nicht sagen, wann es bei mir losgeht. Normalerweise müsste ich jetzt schon sagen, okay, ich fange jetzt an, ich weiß nicht, C, B, was auch immer. Ich glaube, der C wird ja irgendwann abgeschafft, habe ich mitbekommen. Ich weiß es nicht mehr, ich habe irgendwann die B-Lizenz gemacht, das war aber vor 20 Jahren gefühlt, ja. Also dementsprechend. Nee, Ziel ist es halt, irgendwann die Laufbahn einzuschlagen und dann in der Jugend erstmal. Auch als Trainer von deinem Sohn, kannst du dir das vorstellen? Nee, eigentlich nicht, weil man versucht bei seinem eigenen Sohn immer mehr, oder man sieht bei ihm immer mehr Fehler als bei den anderen Kindern und deswegen meckert man wahrscheinlich mehr mit seinem eigenen Sohn als wie mit den anderen. Deswegen will ich eigentlich auch nie meinen Sohn trainieren. Grüße gehen raus an meinen Sohn, der es ja auch versucht hat, Fußball zu spielen. Ne? Aber ich habe halt leider Gottes, das sage ich mir immer wieder,
liebe Zuschauer, ich habe mir einfach zu wenig Zeit genommen. Ja? Und das ist wirklich so, Erdan, wenn du als Fußballer oder als Trainer unterwegs bist, Nachwuchs hast, vernachlässigst du deine Kinder. Deswegen gehen heute ganz, ganz große Grüße an meine Kinder raus, an alle drei. Ich weiß, wie oft ich euch vernachlässigt habe wegen Fußball, aber zumindest Gott sei Dank war es wegen Fußball und nicht wegen was anderem. Also dementsprechend, und ich war auch immer so. Ich habe angefangen damals als Trainer in der D-Jugend bei Rot-Weiß Neukölln, da war ich gerade mal 16 oder sowas und habe meinen Bruder trainiert und den habe ich schon immer zur Sau gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Man will es ja nicht. Man will es nicht, aber du hast halt immer das Gefühl, ne, dass, oh Gott, sonst denkt einer, du bevorzugst den oder wie auch immer. Und ich habe das gesehen, dass es bei meinem Sohn genauso war, denn zum Schluss, wo ich dann gesagt habe, nee, ich liebe meine Kinder, und bevor er mich dann irgendwann nicht mag oder sonst was, ich sage, komm, entweder er lässt es oder er muss halt zum anderen Trainer oder wie auch immer. Also Trainer wäre eine Option für dich. Nee, ist eine Option. Ist eine Option für dich. Dann würde ich jetzt langsam anfangen, wirklich. Weil, wie gesagt, die Trainerlizenzen dauern ja alle und du willst ja noch nicht nur da irgendwo rumkrepeln, wo hier zweite Klasse C oder so ähnlich, wobei das nicht abwertend ist. Auch das sind natürlich alles Fußballer, die ihrem Hobby nachgehen. Ne? Dementsprechend haben wir eigentlich auch nichts Besseres zu tun gehabt, als Sonntag für Sonntag auf dem Platz zu stehen. Wie die Bekloppten eigentlich, oder? Wenn man so überlegt. Ja. Wenn ich mir die erste Zeit so um 9 Uhr, 8 Uhr aufstehen, hey, das ist ein Sonntag, den du hast, verstehst du? Samstag war es vielleicht auch noch feiern mit deinen Kumpels, aber es war eine schöne Zeit. Also ich fand es wirklich, ich hatte eine schöne Fußballerzeit, sage ich jetzt mal so. Obwohl ich nicht viel mit Fußball am Hut hatte teilweise, aber Mourinho auch nicht. Wer feiern kann, kann auch. Kann auch, ja. So, das waren wirklich so diese alten Sprüche von den Trainern, wo wir aber gerade bei den Trainern sind. Welche Trainer haben dich so geprägt, wo du sagst, okay, ey, der, bei dem hatte ich wirklich, da habe ich aufgeblüht, das hat mir Spaß gemacht am meisten, jetzt ohne negativ zu sein, der war schlecht oder so, das wollen wir nicht. Aber wo hast du für dich am meisten rausziehen können, bei welchem Trainer? Ich hatte in der Laufbahn viele Trainer gehabt. Ob es Wolfgang Damm war in der Jugend bei Schwarz-Weiß-Spandau, ob es Dirk Hein das zweite Jahr mit Starken war. Also der mich jetzt, ohne jetzt irgendwas zu sagen, wirklich geprägt hat, war Jeff. Okay. Jeffrey Seitz. Obwohl du schon, ich sag mal, ein älterer Jahrgang warst, sag ich jetzt mal so. Wie lange hast du mit Jeff zusammengearbeitet? Was waren das? 3 Jahre, glaube ich. Also heißt das so 32, 31, mit 31 bist du ihm gekommen. Man sagt ja, man kann nichts mehr lernen ab einem gewissen Alter. Nee, also aber er kam ja vor der Saison, wo er es übernommen hatte, kam er dann zu uns halt und hat gesagt, pass auf Jungs, ich will so und so spielen. Wie stellt ihr euch das vor? Würde das klappen oder nicht klappen? Und wir haben halt gesagt, oh, ganz schön laufintensiv. Aber das erste Spiel gegen Empor haben wir mit Ach und Krach noch 2-2 gespielt. Das war das allererste Spiel gewesen, kann ich mich noch genau erinnern. Haben wir in der 93. glaube ich noch das 2-2 gemacht. Okay. Weil hätten wir da verloren, wäre die Siegesserie schon futsch gewesen. Okay. Und zu Spiel wurde das immer Automatismus gewesen und dann lief das. Das war dann Selbstläufer. Okay. Und er ist ja genauso alt wie ich. Wir haben auch bei TASS zusammengespielt in der Jugend. Und was er taktisch im Kopf hat und umsetzt, das hat schon geprägt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gut ab. Grüße gehen raus an Jeffrey Seitz. Auch mit ihm hatte ich ein Interview geführt, glaube ich, das war auch bei TB und danach hatte ich dich interviewt. Ein ganz feiner, bodenständiger Kerl eigentlich, absolut ruhig, finde ich. Wenn er so Interviews gibt, schon absolut tutti. Ja? Ja. Der geht da ganz ruhig durchs Leben. Und war er auch schon bei Starken damals? Oder hat er da Jugend trainiert? Ja, oder? Ja, der war A-Jugendtrainer gewesen. Ah, okay. Er war A-Jugendtrainer gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er da gemacht hatte. Auch eine etliche Zeit, glaube ich. Also er war schon länger bei Starken, bevor er denn Männer übernommen hatte. Gibt es einen Verein, den du bevorzugst? Also nicht in Berlin, sondern allgemein? Türkisch, Deutsch? Drei. Spanien? Okay. Drei. Einmal in Spanien halt Barcelona. Es gibt nur einen halt und das ist halt Messi, der halt überragt. Hat man ja auch wieder gesehen, wie er, was er spielt. Aber nee, im Türkischen halt Beşiktaş. Machen mal, wir sind nämlich, ich bin genauso Beşiktaş-Fan. Und in Deutschland halt Dortmund. Sympathie. Ihr seht, hier ist eine geballte Fachkompetenz neben mir. Bisher schon Dortmund, sagt schon alles. Spanien habe ich keine Lieblingsmannschaft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für diese Liga, obwohl Messi da spielt und sowas alles. Aber schon bevor Messi da. Genau, aber ich gar nicht.
Das Einzige, was bei mir noch wirklich so ein bisschen anders ist, ist Liverpool. Das ist der Wahnsinn. Nicht nur jetzt wegen Klopp, damals schon, aber jetzt mit Klopp nochmal. Überragend. Nochmal ein Stück was weit draufgebracht. Ja, also das ist wirklich der Hammer. Die dominieren die Liga. Bevor wir zu unserem nächsten Beitrag kommen, Erdan, Migrationshintergrund, türkischer Migrationshintergrund, was machen wir bei der EM? Ich erhoffe mir sehr viel, weil die jetzt gerade durch Şenol Güneş die Mannschaft komplett umgebaut hat, von alt auf jung. Und die Jungs sind alle willig. Heiß, ne? Heiß. Das hast du gemerkt jetzt bei der Quali. Richtig. Und die haben ja, glaube ich, nur 2 oder 3 Gegentore kassiert. Ja, Wahnsinn. Und die Gruppe ist jetzt mit Italien abgesehen jetzt, ich will jetzt keinen abwerten, ob Schweiz ist oder wer war der vierte gewesen. Aber immer wieder die Schweizer, ne? Ja. Kurios. Die haben aber noch eine Rechnung mit den Schweizern offen. Ich hoffe nur, dass es nicht so ausartet wie beim letzten Mal. Ja. Aber ich denke, und da in den 6 Gruppen gehen wohl die 4 Drittbesten auch weiter. Auch? Okay. Ja. Also haben wir eigentlich theoretisch eine gute Chance. Sehr gute Chance, weiterzukommen. Ich erhoffe mir, dass sie so weit kommen, wie sie kommen, weil wenn die Türkei mal weiter kam oder in die K.O.-Phase kam, dann sind sie ja relativ weit gekommen. Siehe, Şenol Güneş, Weltmeister 2002, genau, wo er Dritter wurde. Wahnsinn. Und, woher kommt der Junge? Von Beşiktaş Istanbul. Ihr seht, wir machen fast alles richtig, liebe Zuschauer. Aber da wir natürlich auch unsere anderen, ja, unser Herz schlägt ja im Prinzip für 2 Seiten. Das ist einmal die türkische Seite und einmal die deutsche Seite. Ja, muss man, also ich bin so ehrlich, wie ich bin. Ich habe 2 Herzen in meiner Brust. Ich bin in der Türkei geboren und bin hier aufgewachsen. Und ich habe Deutschland auch sehr viel zu verdanken, aber auch meiner Heimat sehr viel zu verdanken, weil es hat mich so geprägt, wie ich bin. Und diese Mischung finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr lecker, weil es ist wirklich so, man kann sich aus 2 Kulturen das Beste raussuchen, richtig, finde ich, ja, ist auch, wenn man es vernünftig macht. Und das ist mein Vorschlag. Deutschland hat aber diesmal das Losglück so ein bisschen verlassen, glaube ich. Ist doch gut so. Also mein Schwiegervater aus der Türkei, der hat immer angerufen, Mann, ihr habt so viel Glück. Wenn gelost worden ist. Ja, ne? ist ja auch letztendlich so. War es wirklich so, also jedes Mal, wenn die Losfee zugeschlagen hat, hast du da irgendwie, keine San Marino und wie sie alle hießen. Und diesmal, was meinst du? Die kommen Portugal. Weiter. Ja, die kommen trotzdem weiter. Weil die Klasse trotzdem, auch wenn es Portugal und Frankreich ist, da kann man Glück sagen, dass wir nicht Erster geworden sind. Aber einerseits auch Pech, weil dann hätten wir gegen Deutschland gespielt. Ja. Wäre auch vielleicht interessant geworden. Ja, es sind immer interessante Duelle. Ne? Wenn ich mir überlege, damals, wo wir da ausgeschieden sind, wir ja gegen Deutschland ausgeschieden. Mhm. Ne? Also, und das Schönste war, ich habe meine deutschen Freunde immer geärgert. Habe immer gesagt, warum, ich bin noch weiter. Ja, weil du beidseitig genau. Wir haben den Vorteil, liebe Extra-Time-Zuschauer, wir haben 2. Ne? Was bei anderen nur 1 ist, wir haben das Glück, auf 2 Länder stolz zu sein. Einmal auf Deutschland und natürlich einmal auf die Türkei. Und wir können uns aussuchen, der am weitesten kommt. Für den sind wir einfach. Scherz beiseite. Vielen, vielen Dank, Erdan, für deinen Smalltalk, sage ich mal. Das muss auch sein. Das ist außerhalb unserer Berliner Region. Aber ich glaube, es ist auch immer interessant, darüber zu reden. Ja, klar. Ja. Hertha 03 Zehlendorf ist der Begriff. Ja, klar. Oberliga. Wollen schon seit Jahren, machen schon seit Jahren, verlieren immer die zweite Luft. Was traust du denn dieses Jahr zu? Na, eigentlich den großen Coup. Davon abgesehen, was jetzt bei TB passiert, weil man hört ja nur, man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Mhm. Ja, Greifswald weiß man auch nicht, was da ist. Jetzt haben sie gegen Greifswald halt verloren. Also, leider? Ja, leider schon vorab weggenommen, tut mir leid. Wisst ihr ja alle, alles gut, können wir ruhig machen. Wir sind ja nicht bei der ARD. Ja, okay. Ja, bei der ARD war ja auch so ein Skandal, hast du mitbekommen? Nee. Da hat der Sportschau-Moderator, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, Gott sei Dank arbeite ich nicht bei der ARD. Der hat das Spitzenspiel Bayern-Dortmund oder so ähnlich, glaube ich, war. Irgendwie hat er vorne weggenommen, das Ergebnis. Nee, Gladbach-München. Hat er vorab, bevor ausgestrahlt worden ist, hat er das Ergebnis gesagt. Haben alle ausgeschaltet. Und das war, genau, so ungefähr. Da gab es wohl irgendwie einen Shitstorm vom Feinsten bei der ARD. Aber hier, wir sind nicht bei der ARD, wir sind hier bei TDWisch. Und da ist alles ein bisschen lockerer. Noch. Sollte so sein. Also, die könnten eventuell den großen Coup schaffen, sagst du? Ja, definitiv. Weil mit Marco Schotte haben sie ja auch einen, der jahrelang Erfahrung hat. Letztes Jahr wieder nicht geklappt, woran es liegt. Und mit Tucker haben sie ja auch einen Knips da vorne. Ja, die Truppe ist ja auch, ob es nur ein Sprint hinten ist. Wie hast du Tucke? Hucke. Achso, ich dachte, dann Tucke.
Huke meinst du, Sebastian? Huke, genau. Huke. 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 Sebastian, Grüße gehen raus. Bei uns ist alles unzensiert, wir lassen alles drin. Huke, du weißt Bescheid. Sebastian ist ein feiner Kerl, glaube ich, der kann mit Humor umgehen. Aber wir gucken jetzt zusammen trotzdem gemeinsam rein. Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Partner, der Hertha 03 Zehlendorf heißt. Und ich hatte ja letzte Woche unseren Zippo zu Gast und der hatte gesagt, Mensch, Jalle, wir wären echt glücklich, wenn wir 5 Punkte aus diesen letzten beiden Spielen holen. Jetzt können sie nur noch 3 holen, weil Erdan hat schon Bescheid gesagt. Leider hat unser Partner Hertha 03 Zehlendorf zu Hause 0-1 gegen Greifswald verloren, wobei man gegen Greifswald auch verlieren kann. Ne? Ist keine leichte Mannschaft und dementsprechend, aber nicht schnacken, Kopf in den Nacken. Wir gucken uns erstmal an, was unser Partner Hertha 03 Zehlendorf gemacht hat und vor allen Dingen, wie sie es gemacht haben. Unser Matchday-Team war wieder für euch vor Ort und ab geht's zum Beitrag. Hertha 03 Zehlendorf gegen Greifswalder FC. Die U-Sport Player App. Sieh deine Videos noch schneller und im persönlichen Teamfeed. Jetzt in die U-Sport Player App wechseln. Fünfzehnter Spieltag in der NOFV Oberliga Nord, Ernst-Reuter-Stadion in Berlin-Zehlendorf. Der Tabellenzweite erwartet den Tabellendritten. Hertha 03 Zehlendorf trifft auf den Greifswalder FC. 03-Präsident Kamia Niroman sprach ja von entscheidenden Wochen im Aufstiegskampf. Es kommt zum Trainerduell Markus Schatte von Zehlendorf gegen Roland Groß vom Greifswalder FC. Die haben ja nur einen Punkt weniger, aber auch ein Spiel, sodass 03 auf keinen Fall patzen durfte. Warum die Zehlendorfer von Beginn an so nervös agierten, war ein Rätsel. In der 6. Spielminute bereits kommt der Ball zu Janis Fahr vom Greifswalder FC. Der setzt sich durch, sieht Pozniak und es steht 1-0 für das Team von Roland Groß. Solche Abwehrfehler darfst du einfach nicht machen, wenn du in die Regionalliga aufsteigen willst. Kapitän Robert Schröder kann es nicht fassen, er ist sauer, er will, dass seine Jungs endlich aufwachen. Das tun sie dann 2 Minuten später auch. Hierik bedient Huke, das muss doch der Ausgleich sein. Der Knipser von Hertha 03 Zehlendorf scheitert aber. Der Tabellendritte ja ohne seine Topspieler Apinar und Miyazaki angetreten, dann mit einer Doppelchance. Der unsicher wirkende Schiedsrichter Albert hätte nach dieser Aktion an Phil Butenteich auch auf den Punkt zeigen können für Hertha 03. Ob die Greifswalder den Weg in die Regionalliga antreten würden, ist ja immer noch nicht entschieden. Dass sie aber ein heißer Kandidat für Liga 4 sind, zeigen sie eindrucksvoll. Aber auch Hertha 03 will nächstes Jahr in der Regionalliga spielen, wegen Nasit Huke. Und der 30-jährige Stürmer trifft den Ball nicht richtig. Dennis, was sagst du zur ersten Halbzeit? Ja, ist natürlich eine bittere Enttäuschung. 1-0 hinten zu Hause ist natürlich nicht schön. Aber ich glaube mal, dass sie in der zweiten Halbzeit stärker zurückkommen werden. Weil so wie ich Zehlendorf kenne, ist auch den Herr Schatte, den ich kenne, glaube ich schon, dass sie stärker zurückkommen werden. Und natürlich das Ding hoffentlich auch mit der Führung, mit dem Sieg, die 3 Punkte in Zehlendorf lassen werden. Warum Schiedsrichter Albert kurz nach der Pause dieses Foul an den Zehlendorfer Mehrzeit nicht ahndet, bleibt vielen der 162 Fans ein Rätsel. Greifswald dann auf dem Weg zum 2-0, Doppelpass, Fahr und Fraus. 03 will den Ausgleich jetzt erzwingen, Huke bedient Hierig. Und der Greifswalder Keeper Barz kann gar nicht fassen, dass er den Ball überhaupt noch hat. Ein geschenkter Tag für Hertha 03, Butenteich mit der letzten Möglichkeit. Dann ist Feierabend im Ernst-Reuter-Sportfeld. Der Greifswalder FC holt einen wichtigen Dreier im Aufstiegskampf mit seinem Trainer Roland Groß. Was war denn entscheidend heute? Ja, dass wir einfach, glaube ich, als fußballerisch die bessere Mannschaft auch waren. Und wir aber auch in den Zweikämpfen sehr, sehr aggressiv waren. Dass wir auch defensiv als Mannschaft, also jeder hat den anderen unterstützt, gut verteidigt haben, nicht nur der Einzelne. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt heute mit. Wir haben von der 11. Minute bis zur 45. Minute schlecht Fußball gespielt. Schlechte Laufwege in der Offensive, technische Fehler. Aber was wir in den ersten 10 Minuten gemacht haben, das geht in der Oberliga gegen so einen Gegner eben nicht. Wir haben gesagt vor dem Spiel, hier kommt eine Mannschaft, die
in 13 Spielen erst 11 Gegentore hat. Wir müssen unsere Zweikämpfe führen, wir müssen aggressiv verteidigen. Und dann machen wir in den ersten 10 Minuten, verhalten wir uns wie ein Kaninchen vor der Schlange, führen keine Zweikämpfe, kommen keinen Zweikampf. Und dann fällt nach einer schlechten Leistung im Strafraum unsererseits dieses 1:0. Hatte Sie kurz schon gefragt vor dem Spiel Aufstieg in die Regionalliga. Wie sieht der Verein das? Ja, damit der verkehrte Ansprechpartner, das wird im Verein geregelt und da sage ich auch nichts mehr zu. Sind ja entscheidende Spiele verloren worden gegen Tennis Borussia und heute auch gegen den Greifswald der FC. Glaubst du, dass deine Person hier uneingeschränkt weiterarbeiten kann als Trainer? Also das muss jemand anders fragen, also nicht mich. Mhm. Die USport Player App. Sieh deine Videos noch schneller und im persönlichen Teamfeed. Jetzt in die USport Player App wechseln. Ja, dann jetzt haben wir gesehen, 0:1, das Tor. Naja, okay, aber du sagst, Mensch, alle, wenn du da zu spät kommst im Zweikampf, gibt es sowieso Elfmeter, da haben sie sich lieber zurückgehalten. Und Marco Schatte kennst du auch persönlich oder? Ja, was er für ein Typ nein, ist? Nein, halt durch Fußball halt war immer mein Gegentrainer, Pendant von meiner Mannschaft halt gewesen, auch in der jugendmäßig TB jahrelang gewesen, aber so selber noch nie unter ihm trainiert. Er hat ja auch gesagt, halt auch diese Zweikampf nicht reingekommen und nicht angenommen und hast du nicht gesehen und das waren so die ausschlaggebenden Punkte, aber wie gesagt, nichts passiert. Wir hatten ja vorhin mal so ein bisschen doof philosophiert, ne? Haben gesagt, okay, wenn TB wirklich da so ein bisschen brodelt, achso, das kann sein, Erdan, nur für dich auch, dass eventuell mich TB nächste Woche besuchen kommt. Wir fragen nach, ob der Vorsitzende gerne zu uns zu Gast kommen oder zu Gast sein will, um auch mal ein bisschen auch über die Zukunft von TB zu plaudern. Da sind wir jetzt gerade noch in Gesprächen, ob sie uns besuchen kommen. Ja, stell dir vor, TB wirklich finanziell wird es vielleicht nichts. Viele verlassen den Verein, Greifswald verzichtet wie letztes Jahr und sagt, wollen wir nicht. Hansa Rostock darf nicht, soweit ich weiß. Bleibt eigentlich nur noch Hertha 03 oder Neustrelitz zurzeit, nach der jetzigen Situation, liebe Zuschauer. Steigst du vielleicht als Vierter oder Fünfter auf? Ja, oh, was schönes. Na klar, das ist für die Mannschaft schön, aber ob das jetzt für die Mannschaft so intern dieses Gefühl da ist, dass ich bin Meister und aufgestiegen. Genau. Geile Sache. Ist denn, na klar, sagen sie dann, ach, weißt du was, scheiß drauf, wir sind aufgestiegen, juckt keinen mehr. Hauptsache, wir sind oben. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie der Prisi von Zehlendorf halt. Ja, ganz, ganz feiner, ganz wirklich besonderer Mensch, führt seinen Verein mit sehr viel Besonnenheit, ist nicht bedacht oder bestürzt, irgendwas dazu reißen oder zu sagen, oh, um Gott, des Teufels komm raus. Er hat ja auch öfters gesagt, dass er halt nicht um Teufel komm raus jetzt aufstellen möchte. Mhm. Er führt, strukturiert halt die Vereine und was passiert. Na klar will er aufstellen. Wer will nicht aufstellen? Mhm. Jeder Verein möchte, wenn es finanziell möglich ist, aufstellen. Starkener haben gute Spiel gemacht jetzt am Wochenende, glaube ich, auch wieder gewonnen in der Oberliga. Bisschen Luft nach oben verschafft. Vielleicht haben sie dieses Jahr nicht so viel mit dem Abstieg zu tun, so wie letztes Jahr. Nee, glaube ich nicht. Weil letztes Jahr, Jeff gibt uns immer eine Vorgabe oder eine Hausaufgabe. Mhm. Wie viele Punkte wir in der Hinrunde sammeln und wie viel wir in der Rückrunde sammeln, okay. Dafür sollen wir ein Plakat anfertigen. Okay. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, korrigiert mich, 27 oder 28 angegeben, okay. In der Hinrunde. Okay. Und hatten, glaube ich, 11. Oh. Also, wenig. Also sehr wenig die Hinrunde. Und die haben jetzt, glaube ich, 24, 21. Müsste ich gucken, aber du kannst ja mal philosophieren. Also die sind weg von Gut und Böse zurzeit, oder ja, was meinst du? Deren Ziel hatten sie gehabt, glaube ich, 21. Okay. Und die sind, glaube ich, jetzt schon beim Soll, dem, was sie sich vorgegeben haben. Wir gucken gleich mal nach. Wir haben ja Internets hier, ne, liebe Extra-Time-Zuschauer. Also wenn wir hier Internets haben, dann nutzen wir das auch. Aber bevor, ich kann ja gleich nochmal nachgucken. Gibt es ja noch andere Vereine, die sich diese Woche so ein bisschen Luft verschafft haben? Ja, Berliner Vereine mit Tasmania, mit Hertha 06, die gegen Strausberg gewinnen. Strauchelt ein bisschen gerade. Okay. Hertha 06 hat jetzt den zweiten Sieg in Folge. In Folge? Wir hatten letzte Woche noch drüber gesprochen mit Zippo und haben gesagt, Mensch, vielleicht ist es ja wirklich Fumuratik, endlich mal dieser Befreiungsschlag, ja, den er gebraucht hat, dieser Dosenöffner. Scheinbar ist es so gewesen und wir drücken natürlich weiterhin auch die Daumen, dass
sie sich jetzt vielleicht doch nochmal beim letzten Spiel, ich glaube nächste Woche ist der letzte Spieltag, ja, dass sie da vielleicht auch nochmal 3 Punkte einfahren und ja, sag ich mal, etwas beruhigter in die Winterpause gehen können als ja sogar, glaub ich, vorher. Zu Hause, ne? Wir können gleich mal gucken, deswegen habe ich ja gerade Internets angemacht hier. Hätte ich vielleicht mal früher vorbereiten können, habe ich aber nicht gemacht. Die spielen sogar zu Hause, aber gegen Hansa Rostock. Oh. Hertha 06, Hansa Rostock heißt die Partie nächste Woche. Und dann zum Berliner Derby, Tennis Borussia Berlin gegen Tasmania Berlin. Und unser Partner Hertha 03 Zehlendorf spielt auch zu Hause auf einem Sonnabend gegen MSV Pampo. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Gab es die? Nee, die sind auch Aufsteiger, wa? Aufsteiger. Aufsteiger, genau. Was hat Starken? 21 Punkte. 7. Platz. Ja, ist deren Ziel gewesen. Hinrunde. Unser Partner Hertha 03 Zehlendorf ist gar nicht so weit weg. Mit 32 Punkten. Tennis Borussia nur 35. Also ist alles eng. Hansa Rostock zurzeit 2. Greifswald 3. Also alle gut. Blau-Weiß 90, 21 Punkte. Auch punktgleich mit Starken. Wie gesagt, Tasmania 14 Punkte, 15. Nicht 15. 14 Punkte und 12. Und Hertha 06 hat die rote Laterne abgegeben und ist ein Platz vorm Nicht-Abstiegsplatz. Ja, ist eng da unten noch. Kann so viel passieren. Ja, im Winter werden sie sich bestimmt auch wieder Mannschaften verstärken. Mhm. Die Prognose jetzt abzugeben, wer absteigt oder wer nicht, kann man nicht. Kann man nicht. Egal in welcher Liga. Na klar, wenn jemand jetzt 20 Punkte Abstand jetzt schon hat, dann ja, wird es nichts mehr bringen. So wie Cottbus vor 3 Jahren, glaube ich, oder sowas, wo sie aufgestiegen sind, hatten sie, glaube ich, 20 ja, Punkte Vorsprung zum Schluss. Jetzt stehen sie wieder ganz gut da, auch wieder Tabellenführer. Klinika hat verloren, in der Regionalliga ist viel los. Wie gesagt, Wacker Nordhausen, die Insolvenz. Mal gucken, was das noch für Wellen schlägt. Alter Schwede, Halleluja, erwartet noch eine spannende Rückrunde und eine spannende Winterpause auf uns. Ich bin auf Blau-Weiß gespannt, weil sie ja in 5 Jahren Bundesliga spielen wollen. Da haben sie ja noch ein paar Jahre Zeit. Ja, und nicht irgendjemanden anzunehmen, der Meister, um Gottes Willen. Micha ist ein humorvoller Mensch. Ich glaube, der nimmt das mit Humor. Wie gesagt, der sagt ja auch, klar, haben wir Ziele, aber nicht auf Teufel komm raus. Also schade eigentlich. Ne? Warum nicht? Wir könnten noch einen Bundesligisten gebrauchen. Ja, gerade nach sich denn da halten kann, Union, wenn ich mir Union angucke, ja, Digga, machen sie richtig gut. Ja, aber das ist eine Einheit. Das ist wie, ohne Spaß jetzt, das ist wie Starken. Hm. Das ist eine Familie. Guck dir die Fans an. Ja, das stimmt. Auch weil die einen Hexenkessel haben. Hm. Ja, Hertha hat ja. Ist ja riesig. Wenn die auch so ein Fußballstadion hätten, glaube ich, wäre eine andere Stimmung. Genau. Na klar, aber die kriegen es ja nicht gebacken, mal irgendwo ein Stadion hinbauen zu dürfen. Hm. Beziehungsweise Standort zu haben. Die Standortlosen, ja, aber so sind viele, viele Berliner Vereine leider Gottes immer betroffen gewesen, dass sie keinen Standort haben. Und jetzt hat unser Bundesligist Hertha BSC ein Standortproblem, weil sie halt kein reines Fußballstadion bauen dürfen oder machen dürfen. Mal gucken, ob mit Klinsmann die Wende kommt. Ich glaube nicht, aber Klinsi ist ganz schön alt geworden. Hat heute Facebook Live oder gestern Facebook Live gehabt und ein bisschen Fragen gestellt. So, ja dann, wir kommen jetzt langsam dem Ende zu. Es war mir eine Freude. Hab selten so einen Gast, mit dem ich so gelacht habe. War mir wirklich eine Freude. Man hat sich mal näher kennengelernt. Ich habe ja immer wieder, ich sage in meinen Sendungen, ich komme als Ahnungsloser hierher, moderiere eine Sendung und weiß immer ein bisschen mehr am nächsten Tag als wie den Tag zuvor. Mhm. Und das ist immer das Schönste an meinem Job, liebe Zuschauer, dass ich immer wieder neue Leute kennenlernen darf, immer wieder neue Geschichten höre, neue Lebensläufe erkenne und. Also mir macht es wirklich tierisch Spaß und vielen, vielen Dank, dass du mich heute besucht hast. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Du hast wie immer die Möglichkeit, gleich vor mir nochmal das Wort zu ergreifen, deine Starkener Jungs zu grüßen, deine jetzigen Türkspor Jungs zu grüßen oder wie auch immer, oder vielleicht auch ein Statement für den Weltfrieden loszuwerden. Wie du möchtest. Erlan, du hast nochmal das vorletzte Wort. Ach, nicht viel zu sagen. Ich grüße die Starkener Jungs auf jeden Fall, Türkspor Jungs. Und ganz besonders grüße ich Zorni. Du, lass mal jetzt den Ball ein bisschen flach mit deinen Toren, weil sonst komme ich nicht mehr ran. Also, bleib ruhig. Eintracht Malzow, Goalgetter. Genau. Mhm. Und halt meine Familie, Kinder, Mama, Papa, wem auch immer. Halbe Stunde später, nein. Ja. Muss ja auch gegrüßt werden. Typisch türkische Fernsehen. Darf ich noch jemanden grüßen? Also so. Kommt denn? Erdan, vielen, vielen Dank. Nein, nicht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Es war mir wieder eine Riesenfreude, liebe Extra Time Matchday Zuschauer. Wir sind auch schon wieder am Ende einer Sendung. Wie gesagt, lasst euch überraschen, ob wir nächste Woche
TB zu Gast hier bei uns im Hause haben oder jemand anders. Auf jeden Fall möchte ich euch nochmal dran erinnern. Denkt dran, am Sonntag ist auf jeden Fall das größte Jugendturnier meines Erachtens von ganz Deutschland mit einem Preisgeld von 25.000 Euro oder besser gesagt mit einem, wo man Preise im Wert von 25.000 Euro gewinnen kann. JECCAP 2019, kommt uns besuchen. Eintritt ist kostenlos, also ihr müsst noch nicht mal Eintritt bezahlen oder sonst was. 32 Unternehmer, 32 U17 Teams, eins besser wie das andere. Wirklich Leute, kommt vorbei. Letztes Jahr waren super, super Spiele erlernt. Das hat so Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken, weil die noch willig sind und machen und tun. Also kommt vorbei. 15.12.2019, JECCAP 2019, Richard Tauberdamm, Soccer World. Ja? Und das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich grüße natürlich auch alle, die mich kennen. Sage nochmal vielen, vielen Dank, Erland, dass du da warst. Danke. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis demnächst. Wie immer mit meinen Abschlussworten. Peace and love, euer Jalle. Und heute mein Gast, Erhan Bahçeci. Tschüss.